auf ein Bier, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Und heute kommt es, wie es kommen muss. Es gibt die große Fortsetzung, auf die alle gewartet haben. Das ist auch für mich wieder ein wunderbarer Moment, um die Effekttaste auszunutzen, denn es sind die Inseln des Schreckens 2. So, und jetzt begrüße ich meine beiden Podcaster. Jochen Gebauer, hallo Jochen. Oh Gott, wer hätte ihm nie von der Erfindung dieser Taste erzählen dürfen? Niemals. Sebastian, ich lese halt die Anleitung. Können wir die wegnehmen? Nee, das bleibt. Oh, und Sebastian ist auch mit dabei. Hallo André. Nur um diese Vorstellung zu vervollständigen. Und jetzt frage ich mich natürlich, mit welchem Bier glaubt ihr, diese Folge mit mir ertragen zu können? Jochen. Ja, da bin ich ja ganz froh, dass ich mir gleich ein ganzes Viererpacken davon gekauft habe. Kein Sechserträger, sondern die gibt es nur im Viererpack. Ich bin mal wieder seit langer Zeit auf den Genuss von Guinness gekommen und habe mir hier 0,44 Liter, die Schweine verkaufen das nicht in 0,5er Dosen, ja, die tun nur so, dabei sind nur 0,44 Liter drin, Guinness gekauft in Dosen, weil Guinness trinkt man aus der Dose, denn nur in den Dosen ist tatsächlich so eine Stickstoffkapsel, sodass das am Ende auch schmeckt wie ein Guinness vom Zapfhahn, weil Guinness aus Flaschen, das schmeckt einfach wie jedes dahergelaufene Schwarzbier. Sehr gut. Das ist toll, da war ich das erste Mal, als ich so eine Guinness-Dose einschenkte, total überrascht und begeistert und habe dann auch die Dose aufgeschnitten und diesen seltsamen Plastikball in der Hand gehalten und mir gedacht, Mensch, ha, Sachen gibt's. Aber findest du echt, das ist, also ich habe immer das Gefühl, ich kann Guinness nur pur trinken. Ich finde es auch aus den Dosen, es schmeckt immer also komisch. Guinness aus Dosen schmeckt tatsächlich ziemlich 1:1 wie Guinness aus irgendeiner Kneipe. Ich habe mir auch sagen lassen, dass Guinness in Irland nochmal deutlich anders und besser schmeckt. Ja, das ist tatsächlich so. Das habe ich in Irland auch zumindest gefühlt festgestellt. Das kann ich nur bestätigen, dass Guinness in Irland schmeckt besser. Das Guinness in Irland wird allerdings auch, das ist zumindest mein Eindruck, so um 1 oder 2 Grad mehr gekühlt, als das tatsächlich oder hierzulande zumindest üblich ist und als die meisten halt Kühlhäuser zum Beispiel der Fall sind, Getränkekühlhäuser, die es hierzulande in Kneipen gibt. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen. Es gibt ja sogar Guinness Extra Cold oder gab es eine ganze Zeit lang. Das war dann wirklich eiskalt aus dem Hahn raus. Das hatte dann so einen eigenen Guinness Extra Cold Hahn. Das gab es zumindest das letzte Mal, als ich dort war. Keine Ahnung, ob es das immer noch gibt. Aber eigentlich was für eine geile. Am besten noch teurer. Ich glaube, es war teurer. Die sind schon Füchse, ja. Weißt du, für 2 Grad mehr Kühlung einen kleinen Aufschlag, ja, und dann mal hier 0,05 Liter weggenommen, fällt ja keinem auf, aber wenn du hier, was weiß ich, 2 Millionen Guinness-Dosen produzierst, dann macht sich das bestimmt bemerkbar. Ja, zumal die Guinness-Brauerei, also wenn man sich da so ein bisschen, oder wenn man das über die Jahre hinweg verfolgt hat, und ich gehe jetzt ja relativ gerne in Irish Pubs, ich habe ja auch einen guten Kumpel von mir, der in Darmstadt einen Irish Pub hat. Und deswegen kriegt man das so mit. Und was die Guinness-Brauerei, die hat ja dann auch noch Kilkenny und so weiter und so fort, was die jedes Jahr an der Preisschraube zieht, ist echt ziemlich hart. Ja, also das kann einem keiner mit, ja, wir müssen ja Inflation anpassen oder so noch erklären. Ich meine, mittlerweile kostet ja so ein 0,5er Guinness in vielen Irish Pubs der Republik zumindest, also in Frankfurt und Co., kostet das ja dick über 5 Euro. Also das ist schon echt hart, was die mittlerweile aufrufen. Ja. Sind die wie der Filmverleih, die dann sagen so, naja, ne, du verdienst ja noch genügend an Popcorn oder so und eigentlich ansonsten nehmen wir dir alle Einnahmen weg. Nee, die sind eigentlich eher wie so Heuschrecken. Sie wollen alles weggrasen, was du an Einnahmen hast. Schön. So zumindest mein Eindruck. Ich war ja mal sogar in dem Hauptsitz, also dort in der Brauerei in Dublin selbst, wo nachgesagt wird, ja dort, die haben so eine Skybar und dann kann man so über die Dächer von Dublin gucken. Und das ist übrigens ganz nett, weil da kriegt irgendwie jeder Besucher, kriegt irgendwie eins war es, glaube ich, so ein Pint Guinness ist sozusagen im Eintrittspreis drin. Und dann steht man oben in so einer großen Skybar, so komplett verglast, guckt irgendwie auf die Brauerei runter und auf die Dächer von Dublin und steht irgendwie mit 200 oder 300 Leuten, die alle halt so ein Glas Guinness in der Hand haben und die ganze Bar steht nur voll mit irgendwelchen Guinness-Gläsern. Sie schenken dort in dieser Skybar zumindest auch nichts anderes aus und es ist so seltsam, so in der Kneipe zu stehen, in der alle wirklich das gleiche Getränk in der Hand haben. Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Das klingt irgendwie ganz geil, oder? Ja. Ja, also wenn dir das gefällt, André, mach doch mal bei so Fackelumzügen mit oder so Massenveranstaltungen.
Ich dachte eigentlich jetzt eher an diese Aussicht und ach so. Das Glas. Ah, okay. Ich dachte, du meinst die Kameradschaft. Ich gehe mit meiner Laterne. Ich meine, ansonsten, in München zumindest ist es doch eh so, dass jedes Restaurant seinen Bier Gutsbesitzer sozusagen hat und dann wird eh nur Hakkapschor oder nur Augustiner ausgeschenkt. Also das ist ja hier der Standard, das alles gleich hier. Ich stelle mir gerade André beim St. Martins Umzug vor, so mitten in so einer Horde Kinder, so ein André mit diesem Ding und da so nach 10 Metern so ungefähr, ob die das wohl merken, wenn ich jetzt einen Kanonenschlag abschieße? Super. Ich fresse denen vor allem dieses ganze Martinsgebäck weg. Weißt du, da gibt es auch diese kleinen Martinsmännchen, dieses Hefegebäck. Das ist echt lecker. Das ist wie so ein Osterzopf. Ich gehe mit meiner Laterne. Bumm. Ja, das wird super. Den Kindern wird's gefallen. Ja, das sind nur wieder gleich die Helikoptereltern, die dann die Waffensysteme scharf schalten. Was trinkst du denn, André? Nicht nur beim Fackelumzug, sondern auch jetzt hier gerade bei der Aufnahme. Ich werde trinken ein Hans Craft und Co. Backbone Splitter India Pale Ale, das mir der liebe Tim geschickt hat. Aha. Mhm. Klingt ja außergewöhnlich. Das ist ja mal ein ganz originelles Bier, ne? Ja, schon, oder? Das ist mal was anderes. Hat man noch nie von gehört? Das Etikett für einen Backbone-Splitter lebt eigentlich das Understatement. Ist einfach nur so ein kleiner grüner Streifen wie so eine Bürgermeisterschärpe quer drüber und ansonsten ist es halt einfach nur Papierfarben. Aber ich bin gespannt. Ja? Okay. Immerhin 6%. Also so ein bisschen kurz an der Grenze, wo ich schon das Weinen anfange, ohne einen Schluck zu trinken, aber geht auch. Das lass kommt schon noch. Das kannst du gebrauchen, den Alkohol, und zum Weinen werden wir dich ja bringen. Ich trinke ein ehrliches, fränkisches Pils von der Brauerei Elchbräu aus Troisbrunn bei Gräfenberg. Die Telefonnummer ist die 221, dreistellige Telefonnummer, das ist immer wichtig, die Durchwahl, da rufst du den Georg Kugler an. Hinten drauf steht auch, dass sie Freitag bis Sonntag und Dienstag offen haben, dass es da Wildspezialitäten gibt und Karpfen. Weißt du, was du jetzt für Regionalwerbung bezahlt? Das ist ja wie im Kino vorher. Es ist der Gegenentwurf zu deinem Hipsterbier, das ist ebenfalls eine kleine Brauerei, ja, aber es ist ein sehr schlecht gezeichneter Elch auf dem Etikett. Alle wichtigen Informationen wie Telefonnummer und Öffnungszeiten des Lokals stehen drauf. Also erstens ist es Tims Hipsterbier, nicht meines. Ja, zweitens ist es halt neu und aufregend und originell. Mhm. Ja, eine Weltreise für die Sinne und nicht wieder das 15. Bier, das sie bei dir aus dem lokalen Bach gezogen haben. Also das ist auch ein neues, aufregendes Bier. Ich glaube, die gibt es erst seit 2006. Das ist eine dieser jungen Brauereien, die erst so ein paar Generationen später, ja, wenn ich schon längst tot bin, dann hat sie sich vielleicht langsam etabliert. Vielleicht ist sie aber auch schon nächstes Wochenende wieder verschwunden. Nein. Weil das Gesundheitsamt warst du schon mal da beim Gasthof? Da ist immer das ist gerammelt voll, sobald das Wetter schön ist. Außerdem führt da der Fünf-Seidler-Steig vorbei. Diese Bierwanderung, wo man 5 Brauereien mitnimmt. Da war ich da schon. Der Kugler, Kugi, wie ich ihn nenne, und ich, wir telefonieren ja quasi jede Woche. Gott sei Dank. Nee, jetzt genieße ich mal dem seinen Pilz. Er hat leider kein gutes Helles. Er hat ein dunkles Bier und einen Pilz, das nehme ich ihm ein bisschen übel. Das Pilz ist ganz okay. Glocken. Mmh, hopfig. Oh Mann, ich bin reif für die Insel. Also ich finde ja, also meins erinnert mich ja an kalifornische IPAs und hat fruchtige Hopfennoten und einen vollen, malzigen Körper. Wenn du so das Etikett liest, fühlst du dich sofort dran. Ja, wenn ich so das Etikett lese, ja, dann auch der Körper hier. Oi. Also wird hier meine fantastische Bieranalyse in Zweifel gezogen. Ja, das ist hier alles, was die Gaumen-Dingsies hinten als Rückmeldung geben. Die haben sofort gesagt, oh, kalifornisches IPA. Ja. Ja, also wir sind jetzt mal wieder nahe der magischen 10-Minuten-Marke. Ich finde, wir sollten langsam mal in Medias Res gehen. So oft können die Leute gar nicht den Skip-Button drücken. Nein. Springt ja immer nur 30 Sekunden nach vorne. So, zumindest bei Podcast-Addicts dann immer so, oh scheiße, immer noch. Wenn der Stange noch ein einziges Mal sagt, dass wir in Medias Res gehen sollen, dann fliegt der so hochkant raus. Das ist die mit Abstand schlimmste Formulierung. Ja, wirklich ausschließlich Leute, ja, die als erstes an die Wand gestellt gehören, wenn die Revolution kommt, benutzen diese. Ey, wenn irgendwie ein Typ in irgendeinem Meeting oder nach irgendeinem Meeting oder davor oder so, weißt du, diese Vorgesetzten, wie wir sollten dann mal in Medias Res gehen und demnächst weiterreden. Boah, weißt du, dann sag doch einfach, du willst jetzt heim. Oh, das ist toll. Jochen, ich habe diese kleine Passion
wenn ich irgendwo im Park oder in der Öffentlichkeit Hunde sehe und ich im Park zum Beispiel, sitzen irgendwie Leute an der Decke und sie haben Hund mit, dann auch aus großer Entfernung kann ich manchmal mit so einer Hoppelgeste, ja, mit so einem ganz leicht in die Knie gehen und ein bisschen hoppeln und Blickkontakt halten, kann ich diese Hunde so richtig aufdrehen. Das ist dann so das Spielsignal und dann drehen die plötzlich durch und schlagen Purzelbäume und bellen aufgeregt und ihre Besitzer wissen nicht, was los ist. Das kann ich mit dir auch. So der Typ mit dem Laserpointer im Kino. Ja. Alle so, oh, wer ist die Sau? Echt, wenn es mit dem Medias Res nicht bald aufhört. Unglück, Herr Stange. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal die Prämisse erklären für alle Uneingeweihten. Ja, die können ja jetzt einfach mal zurückgehen und die erste Folge hören. Was ist denn das? Das ist nicht gerade ein cooler Service-Gedanke, André. Was? Wir müssen doch unsere Zuhörer abholen, ja? Schön. Das Gepäck noch mit reintragen in den Waggon und sich die Sitzplätze suchen lassen. Und wie Sebastian, wir machen das jetzt seit 3 Jahren, ja? Der Honeymoon ist vorbei. Na, mal gut. Also, meine Damen und Herren, vor Jahr und Tag kamen wir auf die Idee, eine Folge zu machen, die wir dann hinterher die Inseln des Schreckens genannt haben. Und die Idee war, es gibt ja immer die Frage, welche Spiele nimmst du mit auf eine einsame Insel? Und dann haben wir diese Frage beantwortet und haben uns gedacht, aber die Frage ist uns an sich dann hinterher zu langweilig. Und weil wir hip und cool sind, wie dieses Bier von Hans Kraft und Co., wir machen das nochmal anders und überlegen uns relativ spezielle Inseln. Und dann ist die Frage, welche Insel nimmt man denn mit auf diese Insel? Ja, und dann haben wir uns halt Inseln überlegt aus der Hölle. Es ging bis dahin, dass das Inseln waren, wo irgendwelche Elektroden an irgendwelche Hoden angeschlossen wurden. Und jetzt haben wir gesagt, okay, für die Fortsetzung befragen wir einfach mal unser Publikum. Ja? Die beste Community der Welt darf uns gerne die besten Vorschläge der Welt unterbreiten. Dann haben uns echt viele Leute, echt viele mögliche Inseln vorgeschlagen. Und dementsprechend machen wir jetzt diese zweite Folge quasi die Community-Inseln. Es hat sich jeder aus diesen endlosen Einsendungen, die der tapfere Jochen in einem, keine Ahnung, ich glaube 26-seitigen Dokument von Google Docs zusammengetragen hat, hat sich jeder 2 Inselchen rausgepickt. Ja, und um die wird es jetzt gehen. Richtig, das wird darum, ja, sind Gedankenspiele, das sind Zwickmühlen, das ist alles natürlich nur hypothetisch und teilweise auch sehr abgedreht. Und ich habe vorab auch schon im Skype so ein bisschen vorgelegt und den Jungs bereits erzählt, dass ich das wohl gewinnen werde, da ich wasserdichte, ja, hieb- und stichfeste, perfekte Antworten für diese Szenarien erdacht habe. Ich bin lange in Klausur gegangen mit mir selbst, aber Da hat er aber auf die Wachsflügel wieder angezogen und ist wieder mal in Richtung Sonne geflogen, hier der Herr Stange. Ja. Ja. Oh, wenn er jetzt nachher runterfällt, ach, wenn wir ihn schreien hören. Ich stehe eher am Erdboden, ja, tief verwurzelt wie ein Bauer, ja, der seine Kartoffeln unter die Erde gebracht hat. Der weiß, das wird gut. Wenn den Kopf nur tief genug in den Sand steckt, sieht man keine Probleme. Hey, jetzt spoiler doch nicht meinen Plan B. Wenn wir ganz leise sind, können wir Sebastian fallen hören. Der Aufschlag wird ja hoffentlich deutlich sein. Na dann. Also diese Zeitlupen-Videos, wo so Melonen von Hochhäusern geworfen werden. Ja, Kinder, wir sind bereits auf der Reise. Auf welcher Insel landen wir denn zuallererst? Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe meine Badehose eingepackt. Ja, gibt es Freiwillige? Möchte irgendjemand anfangen? Ja, ich finde, der Sebastian fängt an, jetzt nachdem er hier, also wenn er hier schon so sicher ist, so siegesgewiss in die ganze Geschichte reingeht, ja, wenn er uns hier schon vorher gesagt hat, ja Jungs, ich hab zu jeder Insel, ja, habe ich das perfekte Spiel. Weißt du, man konnte ja förmlich im Skype, ja, konnte man den Stolz, okay, ja, diese Brust, ja, wie ein Hahn hat er sich aufgebläht. Ja. Gut, dann fange ich doch einfach an. Gute Finale. Und dann lege ich direkt los mit der Insel, wo ich mir sicher bin, Jochen, dass du dich am allermeisten drüber aufgeregt hast, dass ich die rausgesucht habe. Ah, und zwar hat der Lorenz uns die 24-Bit-Insel vorgeschlagen. Und der Vorschlag, der ist extrem abstrakt, der ist extrem verkopft. Ich glaube, ihr beide hasst ihn. Ich fand ihn auch schwierig, aber ich halte mich für schlau. Also, das ist eine Insel mit einer strikten Grafiklimitierung für Spiele, die wir dort spielen dürfen. Wir dürfen beliebig viele Spiele mitnehmen, deren Farbtiefe aber insgesamt, also aufsummiert, nicht mehr als 24-Bit betragen kann. Da ist sowas gemeint wie 16-Bit, die SNES-Grafik, 8-Bit, die NES-Grafik.
Und welche Spiele oder welches Spiel nehmen wir mit, um auf der 24-Bit-Insel ausreichend Spielspaß zu haben? Ich fand die so wunderbar verkopft. Das war eher Mathe als Kreativität. Das hat mir gefallen. Ja, auf welche Lösung seid ihr gekommen? Dass du hier wieder anfängst zu rechnen. Ich bin ja natürlich auf eine Lösung gekommen, wo ich A, nicht rechnen muss. Ja, aber B, möchte ich jetzt erstmal, also hier 16-Bit und 8-Bit und so weiter, hat das wirklich was mit Farbtiefe zu tun? Das hast du doch nur ausgewählt, weil du Technikbegriff wie Farbtiefe gelesen hast, dann noch irgendwas wie 24-Bit, 16-Bit, klingt technisch, nehmen wir mal. Hat das eine wirklich was mit dem anderen zu tun? Ich bin der Meinung, die 8-Bit- und 16-Bit-Konsolen haben nicht unbedingt etwas mit der darstellbaren Farbtiefe zu tun. Die sind ganz anders limitiert, was Farben angeht. Auch Farbkombinationen und Paletten und sowas. Da geht es, glaube ich, eher um die Busbandbreiten der Prozessoren. Aber ja, Farbtiefe, die Busbandbreiten. Ich bin neulich, gestern bin ich auch Bus gefahren. Oh Mann, ey, das ist schon echt hart. Boah, jetzt wünsche ich mir eigentlich, dass wir gerade einen Live-Auftritt hätten, denn da wäre die Backpfeife möglich. Aber Farbtiefen existieren dann doch tatsächlich. Da kann man auch bei Wikipedia gucken. Was hast du dir denn für eine Lösung ausgedacht? Ja, abgesehen davon, dass dir wie zu erwarten die Frage nicht gefällt oder das Szenario. Aber die Frage ist super, weil ich habe so viele Spiele. Also ich kann da wirklich 20, 30 Jahre auf der Insel rumsetzen. Ich nehme einfach jedes Text-Adventure mit, das je veröffentlicht wurde. Ich wollte schon sagen, genau damit habe ich gerechnet. Also 24 nimmst du. Wieso? Haben die ein Bit? Farbtiefe? Ja, ja, monochrom ist ein Bit. Das ist der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß. Was? Ach, das ist ja wohl kein richtiges Bit. Das ist ja bestenfalls ein Mini-Bit. Das ist ja, das gilt nicht. Außer 24, gut, dann nehme ich die 24 besten Text-Adventures aller Zeiten mit, so Hitchhiker's Guide to the Galaxy und Co. Von Infocom damals habe ich dabei, Leader Goddess of Phobos, da gibt es einiges, was ich mitnehmen könnte. Den Hobbit gab es in Graf, ich weiß aber nicht mehr, ob das gut war. Auf jeden Fall, bis das 24. durch habe, habe ich die Hälfte vom ersten wieder vergessen. Ich bin ein Weilchen beschäftigt. Grunde genommen nimmst du also 24 Bücher mit. Nur, dass es dir nur die Sorte, die dir nicht Spaß machen wird. Doch, warum? Hitchhiker's Guide to the Galaxy ist super zum Beispiel. Also alte Infocom-Adventures, die waren ja teilweise, haben die ja basiert, also die alten Text-Adventures aus den 80ern und sogar Ende der 70er, vielleicht sogar das erste gekommen, haben ja teilweise wirklich auf populären Romanen basiert, wie eben Per Anhalter durch die Galaxis. Ich meine nicht die Qualität der Texte, aber ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Text-Adventure gespielt hast. Ich zumindest empfinde diesen Vorgang heute als relativ quälend. Also, wenn ich habe 24 Bücher dabei. Normalerweise ist die Liste, welche 3 Bücher nimmst du mit auf die einsame Insel. So, meine ich habe 24. Ja, aber du hast halt 24 Text-Adventures und nicht Bücher dabei. Das heißt, damit es weitergeht, musst du in diesen Textparser sowas wie Go West, Use Door eingeben. Und gerade Hitchhiker soll da wohl extrem furchtbar sein mit sehr, sehr kryptischen, schwierigen Lösungen. Ja, das muss auf die muss ich ja nur einmal kommen. Ach so, dein Intellekt muss also bloß wie 1000 Affen oder unendlich viele Affen in unendlich viel Zeit, die lösen auch jedes Text-Adventure. Durch Ausprobieren hat man sie damals häufig gelöst. Ja. Und das ist noch viel frustrierender, als in einem Grafik-Adventure alles auszuprobieren. Großer Gott. Ja, komm jetzt, Herr Peschke, was haben Sie denn mitgebracht? Ja, was ist denn in Ihrem Gepäck? Ja, Herr Peschke hat es eigentlich so vom Ansatz her, ich habe das natürlich gegoogelt und habe mir das auch angeschaut. Und dann habe ich festgestellt, so, aha, okay, 4 Abstufungen, 2 Bit, das ist der Gameboy, der Original Gameboy. Hab mir deswegen erstmal das Original Game Boy Tetris mit seinen 2-Bit eingesagt, das Original Pokémon und das Original Harvest Moon, das sind erstmal nur 6-Bit zusammengekommen. Dann habe ich noch das Return of the Obra Dinn, was wirklich komplett ja monochrom ist, also auch nochmal 1-Bit. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, ist doch hier, das ist doch schon mal ein ziemlich netter Grundstock, den ich da mir aufgebaut habe. Dann habe ich Gameboy-Spiele und ein Rätselspiel. Aber Tetris, Mann, ja. Tetris. Weißt du, Tetris und dafür nur 2 Bit verbraucht, das ist ja schon ziemlich brillant. Tetris, das Spiel, an dem sich jeder von uns schon tot gespielt hat, als wir 10 waren. Ob du das Feuer nochmal spielen kannst? Ich habe jetzt vor kurzem ja erst das Tetris 99 gespielt auf der Switch und hatte sofort wieder Spaß. Tetris ist tatsächlich was, das wird zumindest mir nie endgültig langweilig. Das geht immer. Also wahrscheinlich werde ich hinterher nur Tetris spielen und alles andere, was ich da sonst noch so im Gepäck habe, das werde ich dann wahrscheinlich gar nicht anfassen. Aber auf jeden Fall, damit hatte ich dann ja erst meine ersten 8-Bit voll.
Und bei den anderen Sachen oder sowas, da ist es dann schon wieder so, das habe ich mal geguckt, was hatten denn die für Farbräume, diese Konsolen, und wollte da auch nochmal clever sein. Es wurde dann nur technisch alles zu kompliziert. Ja, so ging es mir ehrlich gesagt auch. Ich habe dann da gesessen und dann bin ich sehr schnell auf den Plan verfallen, dass ich mir gedacht habe, so, naja gut, dann machst du das so, wie die Frage wahrscheinlich auch gemeint war. Nämlich, ich gehe einfach nach diesen Klassifikationen, dass die Konsolengenerationen ja eben 8-Bit sind. Ne? Also mhm. Das NES ist eben die 8-Bit-Konsole sozusagen und so weiter. Und dann war jetzt nur noch die Entscheidung, ein gutes 16-Bit-Spiel oder mehrere gute 8-Bit-Spiele. Zwei in dem Fall, ne? Also ja, genau, ja. Zwei. Und das war echt das, wo ich dann am meisten mit mir gehadert habe, wo ich gedacht habe, so, boah, weil ich wollte eigentlich sowas wie ein Rennspiel, irgendwas, das halt so quasi endlos funktioniert. Aber dann hatte ich eine fantastische Idee. Ja, ich nehme nämlich einmal Super Mario Maker mit, das ja 8-Bit-Optik hat. Ganz schön clever von mir, muss ich sagen. Ja? Heißt, du baust du dir dann selbst Levels und tust so, als ob du sie noch nicht kennst und spielst sie dann? Eine Beschränkung, dass kein Online-Modus zur Verfügung stand, wurde nie jetzt, gemacht. Jetzt kommt aber, wie er schon auf der ersten Insel, ja, versucht die Regeln so ein bisschen zu dehnen. Er legt halt ein Unterseekabel. Da ist eine Abwesenheit von Regeln. Ja. Ja, auf eisamen Inseln ist in der Regel kein Online-Anschluss. Das weiß man nicht. Ich komme ja gerade quasi von einer, da gab es auch WLAN. Ja, aber erstens warst du nicht einsam, Gott. Du bist dort nicht gestrandet. Ja, du bist jetzt nicht. Du bist nicht von Piraten auf der Karibik. Du warst doch nicht dabei. Jetzt werden hier Behauptungen aufgestellt über meinen Urlaub von Leuten, die 5000 Kilometer fahren. Ich habe Fotos gesehen. Du hast Bier trinken auf einem Einhorn gesessen. Willst du mir jetzt ernst? Ja, ein Plastik-Einhorn zählt ja wohl immer noch. Ja, aber Tom Cruise war jetzt nicht mehr auf einer einsamen Insel, weil er einen Volleyball hatte oder was? Das war nicht Tom Cruise, das war Tom Hanks. Oh Mann. Die beiden sehen sich ja so ähnlich. Was tun sie nicht? Doch, total. Also absolut, also weiß gar nicht. Was oh Gott, ja. Aber okay. Ja, und dann habe ich als letzte Spitzfindigkeit habe ich mir dann noch entschlossen, dass ich einfach so eine Spielesammlung dazu kaufe, die ja quasi in Steam und auch veröffentlicht werden als einen einzelnen Titel, ja. Und da habe ich mich dann entschlossen, dass ich die Mega Man Collection nehme mit den ganzen alten Mega Mans. Das ist das Beste, was mir eingefallen ist. Ich dachte erst, ich könnte so mega kreativ sein und irgend so eine Sega Collection, aber die guten Dinger sind halt alles so Mega Drive Collections, das wären 16-Bit gewesen. Nee. Ja. Aber ja, ich habe mir echt Mühe gegeben, hier schon jede erreichbare Spitzfindigkeit auszunutzen. Ich finde, dafür könnte jetzt schon ein kleiner Applaus fällig sein. Ja. Mein Zwerchfell applaudiert. Ja. Also, wenn überhaupt, dann gebührt dir zumindest ein kleiner Applaus gebührt dir dafür, dass du wirklich das sinnloseste Ding dabei hast, weil nachdem du 3 Minuten in Mario Maker rumgespielt hast und feststellst, dass es überhaupt keinen Spaß macht, seine eigengebauten Level selbst zu spielen. Ach, das wird super. Und dir dann überlegst, was du hättest mitnehmen können. Ja, wo du die Bits noch hättest anders einsetzen können. Ach, schön. Der Witz ist, tatsächlich macht es sogar Spaß, eigene Level in Mario Maker zu spielen. Das stimmt, wenn man die durchspielen muss, bevor man sie hochladen kann. Ja, wo will er sie denn? Ach, ist jetzt auch egal. Sebastian, was hast du recherchiert? Okay, ihr wart schlauer, als ich dachte. Ich dachte, ich bin der Einzige, der darauf kommt, dass Monochrom ein Bit ist. Ja? Ich habe euch für deutlich dümmer gehalten. Wir haben auch bodenlos, dämlich, offensichtlich. Ja, bislang habe ich nicht den Anstand, zu sagen, du hast uns nicht zugetraut, diesen minimalen Aufwand zu betreiben. Nein, zu das wäre ja noch dumm wie 5 Meter Feldweg. Hielt uns wirklich. Es gibt keinerlei Anlass bis jetzt in unseren vielen Jahren, die wir zusammenarbeiten, dass es anders sein könnte. Also Respekt erstmal an dieser Stelle, Chapeau. Ja. Der Trend zeigt nach oben. Ja, es ist super. Und ich habe mir auch jede Menge Einbit-Spiele rausgesucht. Natürlich cleverer als ihr. Obra Dinn ist auch dabei. Aber cleverer als ihr.
Das ist halt, von da aus geht's auch. Ich habe das Gleiche rausgesucht, aber schlauer. Von hier geht's so bergauf, ja. Minute, ja, dieses Spiel, wo man immer bloß eine Minute oder 30 Sekunden Zeit hat, bis der Charakter stirbt. Trottel. Ist auch schwarz-weiß. Super Spiel. Ja, super Spiel. Habe ich mir sagen lassen. Das ist was Kreatives. Hauptsache, das ist sorgt für ein bisschen Adrenalin, ja. Welches eurer Schwarz-Weiß-Spiele stresst euch, wenn ihr das mal haben wollt, ja? Es ist das genau das Richtige. Limbo, Limbo, der Klassiker. Ja, spielt man ja tagelang. Limbo hat Graustufen. Jede Menge Graustufen. Das Never ist es nur ein Bit. Fuck. Du kleines Wiesel. Ja. Okay. Ja? Streichen wir Limbo. Ich verzichte auf den einen. Dann machen wir die Zork Anthology. Das sind gleich alle Zork Text Adventures drin. Die müssen gut sein. Denke ich mal, die sind ja sehr bekannt. Oh Gottes, wenn wir alle auf diese Texte. Ja, vor allen Dingen, ich hatte den Gedanken auch, aber da haben wir gedacht, dann nehme ich mir lieber zwei Fragen. Ja, vor allen Dingen, ich habe Per Anhalter durch die Galaxis dabei, ja, und es steht mit dem Zork mit, der Trottel. Ja, das ist halt ein Text-Adventure, eine beliebte Spielereihe, ja, die offensichtlich für Nachfolge gesorgt hat und deswegen gut sein muss. Gezorgt. Mein Gott, du kannst echt nur hoffen, dass auf deiner Insel eine Möglichkeit zum Selbstmord besteht. Zork, ja? Ist ja nur eine Option. Ich kann ja, du gehst am dritten Abend ins Wasser. Vielleicht irgendwann, wenn ich 60 Jahre alt bin, ja, und mir diese ganze Aufregung in Minute, ja, zu aufregend geworden ist und ich kann Obra Dinn dann längst auswendig, dann widme ich mich vielleicht mal Zork. Aber West of Loathing, falls ich Lust auf ein Rollenspiel habe, das hast du ja sogar schon mal gewertschätzt, André, ne? Ich habe auch schon Minute gespielt und genau deswegen habe ich sie nicht dabei. Ja, mein Humor, ja, viel, viel simpler, ja, etwas dankbarer als deine. Da werden schöne zwei Tage für dich bei rumkommen. Spitzenmäßig. Dann auch noch so zur Streuung habe ich bei Steam das Spiel Hidden Forks gefunden. Auch so ein Strichmännchenspiel, wo man halt eine kleine versteckte Figürchen finden muss. So ein bisschen wie Wimmelbild, sowas ganz Nettes. Ah, das wird vom Einschlafen gespielt. Bei Steam ebenfalls gefunden. Es gibt eine Monochrome-Indie-Kollektion, die Hauptinspiration für meine Antwort war. Ein Spiel namens Patobox. Ein Schwarz-Weiß-Boxspiel, in dem man eine Ente spielt. Das ist einfach nur schräg genug, dass es mich tatsächlich interessiert und ich würde es mitnehmen. Und dann natürlich kommen die großen Brocken. Die Spiele, mit denen ich Zeit vollbringen werde. Sandboxig, Roguelike selbstverständlich. Und zwar Dwarf Fortress, das habe ich einfach mal als 8-Bit einsortiert, weil ich da nicht sicher bin, welche Version ich da gern spielen würde. Und mit 8-Bit sind wenigstens 256 Farben drin. Und Dwarf Fortress ist einfach ein Monster. Das ist endloser Spielspaß. Das ist natürlich Arbeit, sicherlich ein Monat oder zwei, bis sich die ASCII-Zeichen in meinem Kopf in Zwerge und Katzen und Orks und Steinwände und Türen übersetzen kann. Aber hey, ja, eine Insel ist auch immer die schöne Gelegenheit, so richtig schrullig zu werden. Und so ein ASCII-Spiel, dann kann ich auch gleich noch NetHack dazu nehmen und dann habe ich für mein Leben lang Spielspaß. Und vielleicht noch das Elite für den C64 oder so eine andere Plattform, ZX Spectrum und so weiter. Das sind die Sandbox-Juggernauts, die eure Vorschläge allemal federleicht an die Wand spielen. Gottes Willen, Sebastian. Uiuiui. Ja? Also zwei Wochen schwarz-weiß und dann sitzt du 60 Jahre am Strand und hoffst auf einen Volleyball. Oh Gott. Vor allem Dwarf Fortress. Ja. Da wäre es klüger gewesen, du hättest gesagt, und dann nehme ich mir ein Buch zum Programmieren lernen mit und mache alle meine coolen Spiele selber. Nein, ich bin faul. Ich will einfach nur, das ist cool. Das ist eines der komplexesten Spiele, die da draußen existieren. Ja, und du guckst die nur gerne bei Twitch. Du spielst die nicht gerne selbst. Sagen, deswegen ist auch garantiert, dass es dir irgendwann Spaß macht. Ganz genau, damit rechne ich. Ich bin mir auch sicher, das wird dauern. Ja? Das ist etwas für meine letzten Jahrzehnte. Aber dann habe ich vielleicht die Muße und die Zeit dafür. Und bis dahin spiele ich halt, was hatte ich da noch? Hidden Forks, das lustige Wimmelbildspiel. Oh fuck. Ich werde relativ schnell wissen, wo die alle versteckt sind, die kleinen Hidden Forks. Naja. Vielleicht hast du ja Glück, kannst du jeden Tag eine Kokosnuss auf den Kopf hauen, damit du es wieder vergisst. Ich jedenfalls fühle mich ziemlich spitze. Und nach wie vor, ja, obwohl ich gut vorgelegt habe, halte ich mich für mega schlau. Auf so einer Insel ist man ja auch manchmal ein bisschen zu viel in der Sonne. Ja, du zum Beispiel, weil du die ganze Zeit in den Gameboy starren musst, der nicht beleuchtet ist, sodass dann dir von dem Display die Sonne auf deine Stirn reflektiert, die immer verbrannt sein wird. Diese Zeit, also bei mir gibt es selbstverständlich diese schattige Palme, unter der ich den ganzen Tag sitze. Ah, aber da ist das Gameboy-Display nicht so gut zu erkennen. Ist ja nicht beleuchtet. Na, es ist besser, als wenn schlechtes Licht ist. Also nachts spiele ich nicht, relativ nicht. Wenig. Ich hingegen, ne? Ich werde in dem wunderbaren, monochromen, bernsteinfarbenen Leuchtens meines Monitors herrlich.
Ich gehe dann mal wieder per Anhalter durch die Galaxis lesen. Okay. Na dann. Also ich würde sagen, unentschieden, klares Unentschieden auf der ersten Insel und weiter geht die wilde Reise, oder? Ich wusste nicht mal, das hatten wir das letzte Mal schon, so, dass es so eine Art, das ist eine Art Punktewertung gibt. Nein, gibt es, wir haben einfach ausgedrückt, was ich fühle. Ne? Und wir treffen wir uns auf Augenhöhe, das ist doch gut. Ne? Spannend für die Zuschauer auch. Wer weiß, wie es ausgeht. Ich wusste echt nicht, dass er so schnell abstürzt. Ha? Also, du bist doch gerade erst losgeflogen. Nein, ich habe noch viel in petto, wartet nur. Das war noch gar nichts. Gut, André, mach doch mal mit deiner Insel weiter. Okay, also, ich habe ausgesucht die Insel des Streamings. Und fuck, ich habe vergessen rauszukopieren, von wem sie war. Das werde ich nachliefern. Also, ein Streaming-Anbieter hat euch und viele andere Internet-Gamer-Größen gekidnappt und auf eine Insel verfrachtet. Und das Schlimmste ist, ihr müsst täglich streamen. Allerdings, wenn ihr es schafft, am Ende der Woche die meisten Zuschauer zu begeistern, dann dürft ihr die Insel verlassen und gewinnt damit euer Leben zurück. Und die Frage ist also, welches Spiel streamt ihr? Spielt ihr zu dritt abwechselnd oder zusammen, um die Insel verlassen zu können? Na, es muss also etwas sein, von dem man sich versprechen könnte, dass es populär wird. Auf, ich nehme an, Twitch oder wo auch immer dieses Streaming-Deathmatch ausgetragen wird. Der Fabian hat uns diese Frage übrigens geschickt. Danke, Fabian. Danke, Fabian. Ja. Und da will doch Jochen sicherlich zuerst antworten. Ja, es ist nämlich die Insel, zu der sich Jochen noch eine Antwort überlegen wollte und dann vergessen hat, sich eine Antwort zu überlegen. Deswegen. Wirklich? Du steigst in den Schulbus ein, ohne die Hausaufgaben gemacht zu haben, in der Hoffnung, sie in den 10 Minuten Autofahrt abschreiben zu können. Ja, erstens habe ich das fast 10 Jahre lang gemacht. Insofern, es ist tried and proven, Herr Stange. Ja, notfalls musste man, und ich bin nicht Bus gefahren, sondern Straßenbahn, notfalls musste man eine Runde fahren mit der Straßenbahn, ja, wenn es viele Hausaufgaben waren. Deswegen, Sebastian, mach du doch mal schnell, während ich hier, ich hab's gleich. Also es ist tatsächlich eine der Fragen, die echt ein bisschen tricky sind. Denn wenn wir gegen andere Influencer und Streamer antreten, dann ist eigentlich, großer Gott, dann ich glaube, ist ein Kompetenzgewinn eigentlich nicht möglich. Denn wir haben zwar verschiedene Talente, sind aber allesamt nicht irgendwo Meister in einem Fachgebiet. Und vor allem, wenn wir es abwechselnd oder gleichzeitig spielen, dann in Personalunion sind wir dann wirklich Jack of all trades und Master of none. Also müssen wir unterhalten. Was auch nicht einfach ist. Aber ich glaube, unsere Inkompatibilität, ne, was Lebensentwürfe und Spaß am Spiel angeht, könnte hier der größte Faktor sein. Also sollten wir etwas spielen, meiner Meinung nach einen der Paradox-Hardcore-Strategietitel. Ich denke da besonders an Hearts of Iron 4. Wir spielen den Zweiten Weltkrieg nach. Und zwar müssen wir uns noch überlegen, als welches Land, aber das können wir dann eben so einen Ad-Hot-Seat-Modus machen. Und ich bin mir sicher, jeder von uns verfolgt eine eigene politische Agenda. Und es wird ein absoluter Clusterfuck, überhaupt uns unserem Spiel zu widmen und uns dann gegenseitig auch noch die Strategie kaputt zu machen. Vielleicht wäre das sogar ein Mehrspieler interessant, dass jeder sozusagen eine Nation führt und ich denke, das würde genug Stress und Stunk so ein bisschen wie bei der Folge heute bieten, dass wir eine Chance haben. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber dann hätten wir eine Chance. Also ich schlage vor, Hearts of Iron 4. Inkompetenz und Weltpolitik. Drei Meinungen, spitzenmäßig. Aber Stange, es soll doch Reichweite bringen. Der Zweite Weltkrieg ist doch der Reichweite-Hit, Mann. Okay, inzwischen ist alles Marvel, aber der Zweite Weltkrieg ist der Dauerbrenner. Egal ob Film, TV, Buch, Shitstorm, alles. Wenn ich jetzt auf Twitch gehe und Hearts of Iron eingebe, dann erwarte ich doch, dass der bestplatzierte Kanal 15 Zuschauer hat oder sowas. Ja, es ist ja dieses spezielle Insel-Event, ne? Und die ganzen anderen Influencer-Affen, die werden halt Apex Legends oder irgendwie Dota, LOL spielen, ne? Diese ganzen beliebten Dinge, da stechen wir hervor. Da sind wir was Besonderes mit Hearts of Iron. Ich spiele ja Apex Legends. So, möchte ich an der Stelle mal sagen. Ja, weil, ja, und ja, okay, ich bin nicht der Erste und ich bin nicht der Zweite und nicht der Zehnte und nicht der 20. Apex Legends Streamer, der das wöchentliche Event gewinnt und raus darf. Aber ich gewinn's garantiert vor dir, Hearts of Iron. Ja, das ist wie bei dem. Wirklich, du wirst in diesem Twitch-Bodensatz zu finden. Nee, das ist also, wie wenn sich irgendwann mal so ein armer Mensch hinsetzt und von diesen
Hunderten von Kanälen, die jeden Tag Apex Legends spielen, ganz nach hinten scrollt, so wirklich in die letzte staubige Ecke, ja. Wo vielleicht noch Mutti zuschaut. Aber das ist das Gleiche, was ist, wie bei diesem alten Witz mit dem Bären. Ich muss nicht schneller rennen können wie der Bär, ich muss nur schneller rennen können wie du. Und angesichts von Hearts of Iron kann ich das kriechen. Ja, aber wer wird denn dann beide offensichtlich auf der Insel alt? Wir sind alle in einem Boot in der Fragestellung. Ja, außerdem müssen wir zu dritt spielen. Was, wir müssen dann, zu dritt? Ja. Ja, komm, dann Stange spielen Apex Legends mit. Also besser als Hearts of Iron. Aber da bin ich echt nicht so gut drin. Da habe ich mir auch schon überlegt. Aber das ist ein Skillspiel, ja, mit Aiming. Angesichts der Tatsache, dass mindestens 100 Leute oder so vor uns sowieso eine größere Audience damit kriegen. Du hast genug Zeit, um gut zu werden. Das ist so, der Vorschlag ist furchtbar pragmatisch, langweilig und vernünftig. André, komm schon. Du hast hoffentlich was Dümmeres. Ich habe mir gedacht, ein beliebiges Spiel nackt, weißt du? Ah, Quote durch Titel. Ja, ich meine, klar, irgendwann erwischt uns Twitch, aber dann müssen wir ja schon sichtbar geworden sein. Ja. Das ist eigentlich die, ich muss gestehen, ich habe am Anfang gedacht, das ist wie beim letzten Mal, eine Insel, die ich selber quasi als Mäzen, ja, als Inselbetreuer vorstelle, da muss ich mir nichts selber überlegen. Und dann sagte vorhin Jochen, ja doch. Und ich so, oh shit, ja fuck, dann hätte ich, wieso habe ich denn dann lauter solche Ads, hätte ich doch gar nicht alles ausgesucht, wenn ich mir dazu selber was überlegen wollte. Ja. Schön, wie unser Format noch während es läuft zusammenbricht. Also hast du dir nichts überlegt? Also ich habe dann angefangen, mir was zusammenzureimen, hat mir gedacht, so, naja gut, Jochen ist der Einzige von uns, der so ein Inselbegabungstyp ist, der Civilization Stream, und wir hoffen das Beste. Wir sitzen die ganze Zeit im Hintergrund und drücken die Daumen. Vielleicht gibt es davon noch nicht so viel. Aber wir könnten Soldier of Fortune 2 oder so streamen. Wir könnten. Ja, das wird dann auch wegen Gewalt wahrscheinlich sofort. Das steht auch auf meiner Liste. Ich habe mir Sex und Gewalt aufgeschrieben und da auch überlegt, ne? Soldier of Fortune oder. Oh. Ja, Sexvilla. Je nachdem, was halt Twitch hergibt, welcher Titel noch haarscharf die Nutzervereinbarungsgrenzen erfüllt. Ich weiß nicht, was das dann sein könnte, aber ja, das könnte man auch machen. Funktioniert unter Umständen. Ich würde aber nicht denken, dass eine Civilization-Runde mit Jochen in irgendeiner Form, nur weil der gegen eine mittlere KI mehrmals gewonnen gegen hat. Gegen eine mittlere KI. Dieser Dunning-Kruger-Effekt, ja, hält er sich für jemanden, aber der kann nichts reißen, also, das sage ich dir. Also erstens mal, angesichts deiner bisherigen Vorschläge ist die mittlere KI stärker als du. Ja, um das hier mal hinzuzufügen. Und zweitens habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber das... Es war mittlere KI mit schlechter Startposition. Ja. Und mit den. Bin extra nicht dahin gelaufen, wo dieses Weinberg-Symbol war, und hab dann trotzdem. Genau, und mit den Azteken. In unter 400 Runden. Ah, oh Gott. Das ist sehr schön. Ja, da haben wir wirklich, auf dieser Insel haben wir alle versagt. Das ist interessant. Da werden unsere Skelette angespült am Strand. Klares 0 zu 0. Klares 0. Also wir treffen uns sowohl auf Augen als auch auf Knöchelhöhe. Ja, aber wenn, genau, wenn wir hier schon nicht gewinnen können, treten wir wenigstens den Rasen kaputt. Ja. Genau. Die ganze Zeit dann auch so belästigen oder sonst irgendwas. Ja, wer sind die Typen, die immer hinter den anderen Streamern rumhüpfen und so? Die könnten es ja auch, die versuchen gar nicht mehr runterzukommen. Ja? Ich bin vorhin auch noch ganz verzweifelt auf Twitch gegangen und habe versucht, mir irgendeine Scheiße zusammenzureimen und habe mal geguckt, was ist denn da vorne, und habe die ganze Zeit gedacht nur so, fuck, wir haben nichts anzubieten, wer auch immer diese Twitch-Zuschauer sind. Ja. Ist es nicht ein schönes Erfahren und ein tolles Bild fürs Älterwerden? Ja, wenn du Anfang 20 bist, gehört dir die Welt, du spielst die aktuell beliebtesten Spiele, du kannst sie richtig gut, ja. Wenige Jahrzehnte später schaust du auf die große Plattform, was Leute für Spiele so Interessen haben, und du stellst fest, okay, das bin ich mehr. Ja, ich habe gedacht, vielleicht so ein PUBG oder Counter-Strike Peinlich-Kanal, weißt du, so das Einschalten und Fremdschämen, ja, wo die Leute nur hingehen, um sich über uns lustig zu machen. Ja, ich habe auch sowas überlegt. Ich habe gedacht, Landwirtschaftssimulator mit ostdeutschem Dialekt, das gibt's zwar schon, den Sachsen-YouTuber, der ist ein bisschen, der ist definitiv Geschmackssache, aber der macht auch sowas in der Art. Also einfach hier schön nie. Dialekt, ja, und Bauernklischees erfüllen, übererfüllen. Das wäre auch so eine Idee, aber ich glaube nicht, dass es zündet. Ich glaube, der sächsische Dialekt ist eher
abstoßend auf Dauer. Der trägt nicht die Comedy, die ich da im Kopf habe. Können wir nicht irgendein MOBA spielen und einfach wahllos die Mütter von den Mitspielern beleidigen oder so? Das hilft gar nicht. Nee? Einer der größeren Irrtümer der Spielegeschichte. Aber es lohnt sich, das immer noch zu versuchen, klar. Es lohnt sich. Wahrscheinlich gibt es da aber auch schon 20 Kanäle oder so. Außer du nimmst halt, keine Ahnung, irgendein unbekanntes Und bei Twitch zwar nicht gern gesehen, habe ich mir sagen lassen, wie du Twitch-Partner wirst, musst du da ein bisschen, aber Drunk-Streams, ja, einfach richtig zulöten und dann die Welt an unserem Zustand teilhaben lassen. Boah, ja, aber dann geht die Zeit wenigstens vielleicht schneller. Eben, ne? Und wir sind immerhin betrunken, also Win-Win, würde ich sagen. Können wir auch Hearts of Iron spielen. Ja. Dann wird es aber wahrscheinlich sehr lass uns die Deutschen Einschaltquote. Ja. Wir spielen die Achse Berlin-Madagaskar. Yeah, what could possibly go wrong? Ja, genau. Da werden bestimmt keine Witze gemacht, die uns auf die Füße fallen. Nach 3 Sendetagen wird uns der Veranstalter höflich aus dieser ganzen Twitch-Geschichte. Wahrscheinlich kommen wir deswegen von der Insel runter, weil wir von der Insel verbannt werden. Ja, genau. Wir veranstalten zwar dieses Turnier, wo Leute theoretisch lebenslang auf einer Insel gegen ihren Willen festgehalten werden, aber das geht uns zu weit. Wir möchten Sie bitten zu gehen. Ja. Unsere Sponsoren springen ab. Our friends at Coca-Cola are not amused. Ja, genau. Und Tencent auch nicht. Stimmt, wir sagen einfach immer nur, wir leugnen einfach stets die Existenz so chinesischer geopolitischer Ansprüche. Taiwan Number One, sagen wir einfach eine Stunde lang und dann wird uns schon der Saft abgedreht. Okay, nun bin ich doch im Endeffekt ganz zufrieden mit unserer Antwort. Teamwork, Jungs, Teamwork. Es ist schön, dass deine Ansprüche sich entsprechend schon heute jetzt freut angepasst freut sich über jeden haben. Vorschlag. Ja, ist über dem Niveau direkt eine Kellerwohnung freigebrochen. Das ist Opportunismus, ja, das ist Pragmatismus, das ist einfach go with the flow, ja, wie eine Kakerlake. Also, apropos, Jochen, was hast du dir für eine Insel ausgesucht? Oh Gott, ey. Die Podcasts werden auch immer härter. Es weht ein rauer Wind. Was habe ich mir ausgesucht? Das wollte ich auch auf der Bus. Nein, auch von dem Lorenz, ich weiß nicht, ob es derselbe Lorenz ist, von dem Sebastian vorhin schon vorgetragen hat. Ich habe mir nur gerade überlegt, welche der beiden nehme ich denn jetzt zuerst? Und dann nehme ich doch mal die Insel der Spiele-Serie. Denn auf dieser Insel erhält jeder von uns nur eine einzige Spieleserie und von der immer alle Teile, außer dem neuesten. Und wenn uns die alten Teile für den Rest unseres Lebens jetzt schon reichen, haben wir Glück gehabt. Und noch mehr Glück hätten wir allerdings, wenn in Zukunft möglichst viele Nachfolger produziert werden, damit wir auch weitere aktuelle Titel bekommen. Und, das haben wir im Skype schon ganz kurz abgesprochen, es gelten wirklich nur die Hauptserien. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, keine Ahnung, wir hatten das Beispiel Warcraft und dann gilt Warcraft 1, 2 und 3 und World of Warcraft und so weiter und so fort, sondern es gilt immer nur eine tatsächliche Serie, nicht die Spin-Offs. Ja? Mhm. So, Sebastian, bevor du jetzt krachend zu Boden fällst, vielleicht noch im Fall ganz kurz, rufst du noch eine Spieleserie hier rein? Inwiefern Spieleserie hier reinwerfen? Ja, du musst jetzt, was willst du gerade von du mir? Du musst jetzt eine Spieleserie nennen, die du mit auf diese Insel nimmst. Ich kann dir 2 nennen, aber zuerst möchte ich noch Lorenz' Frage loben. Ich finde, das ist eine der fantastischsten Konstruktionen hier in der ganzen Sendung. Das hat mich dazu getrieben, mich mit Spieleserien zu beschäftigen, mit Mainstream, mit AAA und auch mit so einer Langlebigkeit von der Franchise. Deswegen, ich habe 2 Antworten. Darf ich? Haben wir eigentlich vermerkt, dass der aktuellste Titel jeweils nicht dabei ist? Ja, also ich habe 2 Antworten. Einmal Grand Theft Auto, weil die Spiele bieten sehr viel. Den 4. habe ich auch nur eingespielt bis jetzt. Und in einigen Jahren, ich bin mir sicher, GTA wird weitergehen. Das kann sich niemand leisten bei Take-Two, bei Rockstar und so weiter, nicht alle Jubeljahre mal ein GTA rauszubringen. Und dann werden diese Spiele für mich dann irgendwann in einigen Jahren, vielleicht in 4, 5 Jahren, ein GTA 5 dann, wenn GTA 6 draußen ist. Und dann die Gewissheit, dass wieder in ein paar Jahren irgendwann ein GTA 6 um die Ecke kommt. So alle paar Jahre mal so ein großes Open-World-Spiel mit vielen Details, mit vielen Gameplay-Möglichkeiten. Zwischendurch auch so arcadige Retro-Klassiker wie GTA 1 und 2. Das ist eine coole Mischung. Das ist natürlich nicht mein Hauptlebensinhalt auf der Insel, aber das, glaube ich, ist eine coole Gaming-Begleitung für mein würdevolles Altern auf dem Tropeneiland. Oder Assassin's Creed. Assassin's Creed als
Eine Reihe, deren Ende ich auch so schnell nicht sehe, als eine Reihe, wo ich extrem viele Spiele jetzt schon spielen könnte, weil nur Assassin's Creed Odyssey fällt raus. Ich kann also ins alte Ägypten, ich kann irgendwie zum Unabhängigkeitskrieg nach Paris. Und das Spiel, die sind bis auf den ersten Teil, den wir auch letztens im Altbier hatten, André, die sind echt cool, die kann man spielen. Da ist Beschäftigungstherapie mindestens drin, aber ich will die vor allen Dingen als so Eskapismus haben. Wenn ich auf der Insel festhänge und Fernweh habe, kann ich da rein in die verschiedenen Epochen, in die verschiedenen Orte auf der Welt, die echt cool in diesen Spielwelten nachgebaut sind. Ich kann, wenn ich will, kann ich sogar was lernen. Ja? Da ist ja ganz viel echtes geschichtliches Wissen in diesen Codex-Einträgen und so weiter versteckt. Ja? Da mache ich mich am Ende sogar noch schlau. Ja? Da starte ich von Assassin's Creed wie hieß das mit dem Ägypten? Wie hieß denn das? Origins, ja. Kann ich da in diesen hier Museumsmodus einfach mal so ein bisschen was lernen über die alten Ägypter. Hä? Da, wenn ich mal Muße habe, ne, heute will ich mal nicht zocken, heute bringst du dir was bei, erfährst mal was von der alten Ägypter. Mach ich. Und das wird noch weitergehen, da bin ich mir sicher, ich werde alle paar Jahre mit einem neuen Assassin's Creed beschert. Und die Serie ändert sich auch noch, ja. Ich fange an mit so einem Stealth-Action-Open-World-Spiel und irgendwann ist es ein Rollenspiel geworden. Zwei Spielegenres für den Preis von einem. Also rückblickend betrachtet, definitiv Assassin's Creed, nicht GTA. Und damit habe ich übrigens gewonnen. Spitzenantwort. Nee, was für eine Horrorvorstellung. Blamiert euch. Was für eine Horrorvorstellung. Den Rest, Mann. Also ich meine, GTA, ich habe auch über beide Serien nachgedacht. Und GTA ist halt schlicht und ergreifend den Rest meines Lebens, also ziemlich einzige Freizeitbeschäftigung, weil wir operieren ja unter der Prämisse, es ist hier die einsame Insel und das ist alles, was wir zu tun haben. Ja. Den Rest meines Lebens in GTA, was für ein furchtbare Vorstellung. Den Rest meines Lebens, Entschuldigung, auch wenn es sich jetzt verändert hat, aber wie lange kannst du ein Assassin's Creed spielen, bis es dir wirklich mit irgendwo hochklettern und so weiter und so fort und Abstergo und Co. echt am Hals raushängt. Du sagst also Civilization. Nee, ich glaube auch. Ich sag nicht Civilization, nee. Aber ich bin auch als Letzter. Das hätte ich bei dir erwartet. Ich bin auch als Letzter. Ich habe aber Dings, beides hatte ich auch überlegt. GTA ist halt genauso wie Elder Scrolls idiotisch, weil die Release-Abstände sind zu groß. Das heißt, weißt du, Elder Scrolls, wenn ich Elder Scrolls gesagt hätte, spiele ich erstmal die nächsten, keine Ahnung, 2-3 Jahre Oblivion. Da wirst und dann nochmal 6 Jahre Skyrim zu spielen. Irgendwann wirst du Skyrim bekommen und dann nichts mehr. Das ist meine Arbeitstheorie. Ja, irgendwann wird es, nee, also entweder ein Bethesda macht weiter oder irgendjemand kauft das. Also da kommt schon noch mehr als eins, aber es ist halt trotzdem so, alles, was nur alle 5-6 Jahre erscheint und du gehst ja sogar noch einen Schritt zurück, ist halt Irrsinn. Also, was ist es dann? FIFA? Steht's das vom Vorjahr? Jedes Jahr deine neue Sportspielreihe? Es muss meiner Meinung nach sein, etwas, das auf jeden Fall einen etwas engeren Release-Zyklus hat. Ich hatte auch überlegt, nimmst du Assassin's Creed? Aber dann habe ich mir gedacht, nee, nimmst du, ich nehme halt irgendwas mit einem coolen Online-Modus wieder. Weil wir haben ja WLAN auf der Insel. Und welche Spielereihe hat traditionell einen coolen Online-Modus und hat auch noch Aktivität in den Lobbys vom Vorjahresspiel? Ja, Call of Duty. Die sind tatsächlich langlebig genug, dass ihr Online-Modus noch nicht abgestorben ist, selbst wenn ich ein Jahr hinterherhänke. Ja, wahrscheinlich wird es nicht 40 Jahre noch halten. Das wird voll cool, wenn du so als Level 1 genug in die Lobbys kommst, mit einem frischen Spielstand, ohne jegliche Erfahrung mit den neuesten Call of Duty. Also da ich in meinem Leben dann nichts mehr anderes tue, als Call of Duty zu spielen, werde ich gut mithalten können. Ja? Weil der Level ist ja nur, der beschränkt dich doch nur in deinen Unlocks. Ich werde dann die ganzen Noobs, die mit mir gematchmaked werden wegen meinem Level, die werde ich abfrühstücken. Ja? So wie du es erzählt hast, mit den Weihnachtsnoobs. Ja? Ich werde da immer sitzen und mir die Lefzen lecken und mir denken, so, jetzt gibt's erstmal wieder 20 Minuten Schlachtfest, bevor ich Prestige 1 erreicht habe. Ist nicht die blödeste Idee und ist vor allen Dingen auch viel Spielematerial. Es gibt ja so unfassbar viele Call of Duty-Teile, da hast du allein so an. Aber es ist immer dasselbe. Es ist immer nur Ballern. Ja. Relativ monotones Ballern. Call of Duty. Ja, aber halt. Call of Duty hatte ich auch drüber nachgedacht, eben auch wegen so einer Online-Komponente, also die Sorte Spiele oder so einem Battlefield oder so. Und dann habe ich gedacht, wie lange kann ich die Dinger spielen, bis mir die Singleplayer-Modi so zum Hals raushängen? Und dann habe ich halt mehr oder weniger das eine oder die beiden aktuellen und muss das liebe lange Jahr über den Online-Modus oder die Online-Modi von einem oder zwei Call of Duties spielen. Wie lange kann ich das machen, bevor ich wahnsinnig werde, weil ich keinerlei intellektuelle Herausforderungen mehr habe, sondern alles nur noch irgendwie so eine Reflexherausforderung, weil ich echt für intellektuelle Herausforderungen kann man die Stories von Call of Duty in der Regel nicht brauchen. Nee. Du kannst ja anfangen, hier so Theory-Crafting zu machen, ja. Stellst dann krasse Theorien auf, über welche Damage Reduction der Schalldämpfer bringt und sowas, ja. Also ich. Du kannst auch so Rückstoßmuster analysieren. Ja.
genau, der Text ist damit dann auch alle Leute im Voice-Chat. Also ja, die ganze also Zeit. Also ich wiederum, ja, ich habe tatsächlich so ähnlich nachgedacht wie ihr. Ich brauche ja irgendwas, was jetzt verlässlich die nächsten sonst wie vielen Jahre neu, zu neuen Releases führt. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ja, also sowas wie Call of Duty oder sowas wie Assassin's Creed oder auch so einen GTA ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass das noch ein ganzes Weilchen so weitergeht und für neues Futter sorgt. Aber ich meine, du weißt ja nie, was jetzt, ich meine, das ist der Rest meines verdammten Lebens. Plane ich jetzt damit, dass nicht irgendwie in 3 Jahren irgendwie Ubisoft, warum auch immer, weil sie den Streaming-Zug verschlafen haben, pleite geht und so weiter und so fort. Und dann kriege ich nie wieder was und ich bin nur noch auf alte Assassin's Creeds angewiesen. Nee, nimmst du lieber mal was, wo sozusagen the body of work right now, ja, mit das Beste wäre und das Diverseste und noch eine Online-Komponente hat und deswegen nehme ich Final Fantasy mit. So, da habe ich nämlich ein ganzes MMO dabei, wenn ich will. Ja. Ja, mhm. Okay. Und ich habe 15. Sogar 2 theoretisch, oder? Lebt Final Fantasy 11 gar nicht mehr? Ich glaube, ich weiß es offen gestanden nicht. Ich habe nicht mehr an Final Fantasy 11 gedacht, bis ich es jetzt gerade gesagt habe, dass ich ein MMO dabei habe. Und theoretisch habe ich ja sogar 2 MMOs dabei. Aber Ich habe halt 15 Spiele dabei, von denen mindestens 1 ein MMO ist. Mag sein, dass Final Fantasy 11, dass ich nur 14 dabei habe, weil das tot ist. Ja, und das stimmt, du kannst dann bloß die 15 gerade nicht spielen. Was ja kein großer Verlust ist. Ich wollte gerade sagen, ja, und das aktuelle kann ich nicht spielen. Yay! Und du hast ein MMO dabei, was auch nicht doof ist. Und du hast ein paar gute SNES-Klassiker, fantastische Retro-Spiele. Auch die PlayStation-Teile sind groß. Du kriegst halt irgendwann in vielen Jahren Final Fantasy 15. So, yay, endlich ist es soweit. Ja, aber dann kann ich mich wenigstens darauf freuen, dass ich hoffentlich demnächst das Remake von Final Fantasy 7 irgendwann kriege. Irgendwann, weil wenn das MMO der neueste Teil ist, stellen sie dir Final Fantasy 14 ab. Ja, aber das Schöne bei Final Fantasy ist halt, finde ich, jetzt im Gegensatz vielleicht zu einem Call of Duty oder zu einem Assassin's Creed, wobei die es in letzter Zeit weiterentwickelt haben, aber bei einem Final Fantasy merkst du halt in jedem Teil, insbesondere bei den modernen Teilen, dass sie in jedem Teil wirklich versuchen, sich ein bisschen neu zu erfinden. Das und stimmt wenn ich schon. Und wenn ich die Dinge den Rest meines Lebens lang spielen soll, weißt du, ich habe welche mit Echtzeitkampfsystem, ich habe welche mit Actionkampfsystem und ich habe welche mit Rundenkampf. Ich habe also wenigstens eine Serie innerhalb der sehr viel Variation, ist mal Fantasy, mal Science Fiction und so weiter und so fort. Hm. Ja, das ist echt nicht blöd. Die Reihe ist echt wandlungsreich und die hat stets einen gewissen Federstrich seines Autoren und wer weiß, wie es weitergeht. Also es ist wie so eine Lootbox. Fantastisch eigentlich. Also Lootboxen, ne? Kauft sie, also Leute. Vor allem, grundsätzlich weiß, also für mich wäre es nicht so gut wie ein Call of Duty, weil nämlich die Final Fantasy Spiele in aller Regel nicht so packen, aber was es tatsächlich zu der besten Antwort von uns dreien macht, ist, dass in einer so langen Reihe auch noch quasi ganz organischen MMO mit drin ist. Das ist schon clever, das ist gut. Außerdem, jetzt wo ich länger drüber nachgedacht habe als bei der Vorbereitung, das Body of Work, ne, um hier mal Jochens Formulierung zu benutzen, der fucking Streber, Nintendo hat ja auch sehr viele sehr langlebige Spielereien. Da kann man ja auch damit rechnen, dass ja, alle paar Jahre ein neues Super Mario erscheint, dass alle paar Jahre ein neues Zelda erscheint. Auch die durchaus gute Spiele, durchaus wandlungsreiche Spiele. Ja, aber willst du wirklich den Rest deines Lebens, ich habe auch über Nintendo-Spiele nachgedacht, aber willst du wirklich den Rest deines Lebens nur Mario oder nur Zelda? Also dafür ist es mir dann nicht wandlungsreich genug, offen gestanden. Ich habe die halt alle schon gespielt, bis zur Vergasung. Das ist halt echt so ein bisschen das Problem. Also die, das ist so ein Ding, die hätte ich genommen, wenn ich nicht jeden einzelnen Mario-Teil gespielt hätte, jedes einzelne Zelda außer Skyward Sword gespielt hätte und so weiter. Das heißt also, ich sitze da, krieg noch nicht mal den neuesten Teil und habe eigentlich nur Zeug, das ich schon kenne. Und das entwertet dann natürlich das Ding. Und es sind jetzt auch nicht so, die sind ja jetzt nicht in irgendeiner Form, keine Ahnung, random, es gibt ja keine Zufallselemente oder einen Online-Modus oder sonst irgendwas. Und du müsstest ein bisschen auf Breath of the Wild wahrscheinlich noch eine ganze Weile warten. Ja, ja, eben. Mario Kart wäre vielleicht auch nochmal was gewesen. Aber das hat halt auch kein Voice, genauer betrachtet ich, ne? Hast du da völlig recht. Da muss ich jetzt gerade neidlos anerkennen, Jochen, du hast gewonnen. Also nicht, dass wir uns hier gegenseitig vergleichen. Nee, gewonnen. Aber Respekt, ja? Ja, ja, also ich bild mir da jetzt überhaupt nichts ein oder klopft mir hier auf die Schulter oder bin jetzt der Meinung, dass ihr, nicht, schlechter, das solltest du auch dass nicht. Ihr schlechter seid als ich, ihr Kappen. Nee. Ich freue mich voll für dich, Jochen. Ja, eben. Es ist auch dann hinterher einfacher zu schlucken, wenn er danach nie wieder was reißt. Ja, ach Gott.
Ja, schön. Dann bin ich jetzt wieder dran. Ja. Muss ich wieder was vorlesen? Okay, wo ist das Textdokument? La, 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 la. Da ist es, ich scrolle nach oben. Der Stefan. Der Stefan, die coole Sau schlägt vor. Nee, der Sebastian. Wir haben gesagt, der Stefan, armer Stefan, wir haben gesagt, die stellen wir hinten an, die vom Stefan. Was? Mhm. Aber, okay. Dann, der Sebastian S. schlägt vor, die Insel der Häme. Eigentlich ein nettes Eiland, schöne Landschaft, malerischer Strand, gute Infrastruktur, WLAN, aber ekelhafte Eingeborene. Jedes Mal, wenn ihr zockt, versammelt sich eine Gruppe um euch und beginnt euer Gameplay zu kommentieren. Und zwar böse, dumm, hämisch. Atmosphärische Momente könnt ihr vergessen. Absolute Konzentration? Nein. Also, welches Spiel nehmt ihr mit und spielt es eine Stunde am Tag? Das ist der Deal, der euch irgendwie an diese Insel bindet und der euch das Überleben sichert. Also, eine Stunde lang Häme, Häme. Häme. Backseat Gaming vom allerletzten. Mhm. Stellt euch einfach vor, ich wäre das jeweils als Eingeborene. Hab ich dann vorgestellt, wie du so mit einem Speer und so hinter mir stehst? Nee, mit einem Bier in der Hand. Ja. Mit einem Oettinger in der Hand. Ja. Muss ich anfangen? Klar, ja. Fang doch jetzt, wo das Bild in deinem Kopf bereits existiert, erzähl doch mal, was du dann spielst. Und ich erzähl dir, warum ich dir das versauen werde. Ja. Müssen wir uns nicht erstmal ein bisschen drüber echauffieren, dass da, also wie diese Frage gestellt wurde, ekelhafte Eingeborene, ja, ja die dann auch noch böse, dumm und hämisch ekelhaft sind. Vom Wesen her. Also, was ist denn das für, ist es die Rassisten? Das geht um ihre Seelen. Pfui. Ja, auch. Es ist ja unmöglich. Also, da werden die Eingeborenen doch schon wieder dargestellt, ja, als wären sie hier das Allerletzte. Das ist ganz klassisch, ja. Da saß wieder irgendein alter weißer Mann vor seinem Rechner, ja. Und weiß gar nicht, dass das alles eigentlich ganz coole Typen sind. Und wahrscheinlich ist es nur ein. Ja, aber wir haben uns doch schon darauf geeinigt, dass Sebastian der Eingeborene ist. Ja. Also wirklich so ekelhaft wie ich manchmal. Ich finde aber, da ist eine Gelegenheit zu einer klischeehaften Empörung, die wir nicht ungenutzt verstreichen lassen sollen. Ah ja. Ja. Also ich lasse die jetzt mal ungenutzt verstreichen und antworte auf Sebastians Frage. Also du stehst jetzt hinter mir und wartest nur darauf, dass du mir jetzt eine Stunde voll auf den Sack gehen kannst. Ist das richtig? Ich lecke mir bereits die Lefzen, ja. Ich reibe mir die Hände und weil ich an genauso Leute wie dich gedacht habe, ja, die dann hinter mir stehen, ja, und schon mit den Füßen scharren und so weiter. Weißt du, was ich mitnehme für eine Stunde am Tag? Und du guckst dir die Scheiße dann eine Stunde lang am Tag an. Die langweiligste Flugsimulation, die du finden kannst. Ja. Super, mehr Zeit für direkte persönliche Beleidigung. Wieso? Ich mache ja nichts. Ich starte, das kann ja bestenfalls 5 Minuten dauern, dann schalte ich einen Autopilot an und dann leg los. Was ist denn eine Flugsimulation? Die ersten paar Wochen kommst du noch nicht mal hin. Ja. Du bist so fertig mit dem Nervensein. Jeder Knopfdruck im Kopf wird mit einem ob das der richtige war, begleitet. Vielleicht. Genau, das weiß man doch, wo das hin ist. Vielleicht, okay, alles klar. Ja, vielleicht gehst du mir 2 Wochen auf den Sack, aber irgendwann bin ich in der Luft, ja, und dann kommst du jeden Tag wieder, während wir den 18-Stunden-Flug runter nach Sydney durchspielen, während ich Autopilot habe. Du verdammter Fucker. Ja, genau. Jeden Tag möchte ich dich bitte sehen, weil wenn ich schon keinen Spaß habe, hast du auch keinen. Verdammt, er nutzt die Inflation, um das Problem zu beseitigen. Ja, schön dann. Und heute wieder so ein Stündchen. Jetzt hier Reiseflughöhe, 28.000 Fuß. Weißt du, was passiert? Nix. Okay. Fuck, Jochen. Verdammt nochmal. André, ich hoffe wenigstens, du hast... Komm, wir könnten ihm nicht das Feld kampflos übergeben. Weil er eine maximal langweilige Lösung gefunden hat, wo er sich ebenfalls vor den Bildschirm setzt und Deutsch dreht. Ich langweile mich ja nicht. Mein Spiel ist die Aufregung von Sebastian. Ja, mein Spiel ist, mir anzugucken, wie sich die Eingeborene zu Tode langweilen. Ha. Ich weiß nicht, ob irgendjemand dabei gewinnt. Tja. André, wie machst du das? Also erstmal möchte ich festhalten, es ist völlig egal. Ich kann jedes beliebige Spiel nehmen,
weil sind deine Nerven aus Stahl? Ich habe 16 Jahre in Spieleredaktion gearbeitet. Ich bin froh, wenn nur eine Stunde jemand neben mir steht, um quer über mein Gameplay abzustrahlen. Ja? Das ist Entspannungsurlaub. Best-Case-Szenario sozusagen. Ich verstehe gar nicht, warum da ein Problem entstehen sollte. Ja? Wenn man sonst gespielt hat, kam früher oder später doch immer jemand vorbei, so, na, wie ist es denn so? Und dann geht's los. Also von daher, aber so im Geiste des Spiels, ich habe mir überlegt, okay, es muss also simpel sein, damit Ablenkung kein Problem ist. Mhm. Und die primäre Faszination sollte wahrscheinlich nicht bei Narration oder Atmosphäre liegen, also eher was mit einem sehr spielmechanischen Fokus. Also normalerweise Go-To-Lösung wäre Minecraft. Weil während ich meinen Penis-Tower auf Doom baue, können die da hinten eigentlich sagen, was sie wollen. Ist ja auch quasi, ne? Ich baue einfach, ich kann ja ständig ironisiert bauen und mir denken, so ist doch eh nicht ernst gemeint. You're not getting it. So nach dem Motto, ja, das trifft mich alles nicht. Mm-mm. Ja. Die bösen Worte, ich baue hier einfach für mich. Ja, hier passen vielleicht Blumen hin. Ja. Ich baue einen riesigen Mittelfinger jedes Mal einfach. Ja. Oh, deine Trotzenergie wird endlich sein, das sage ich dir. Vier Wochen lang erzählt er, ich habe in Spieleredaktion gearbeitet, ihr könnt mir gar nichts. In der fünften Woche ist ein Riesenmassaker unter den Eingeborenen auf der Insel. Auch das wäre ja eine Lösung sozusagen. Wollte gerade sagen, Heart of Darkness, so ist es entstanden. Aber also Minecraft war mir zumindest zu billig und deswegen habe ich mich entschlossen, meine Lösung lautet Beat Hazard. Da habe ich neulich aber warum von erzählt. Das ist so ein Rhythmusspiel, wo man eigene Musik reinlädt und daraus werden dann so Twin-Stick-Shooter-Dinger generiert. Und weil ich das ja eh nur eine Stunde am Tag spiele, wird mir das echt so schnell nicht öde. Und dann drehe ich die Lautstärke einfach voll auf Anschlag. Und dann sollen sie mal sehen, ja. Die schreien vielleicht noch einen Tag dagegen an, aber irgendwann geben ihre Stimmbänder auf. Bei deinem Musikgeschmack, oh ja. Ja, vielleicht sogar früher, ja, genau. Ha. Gar nicht mal so schlecht, ne? Ich meine, meine Flugsimulation ist immer noch besser, ja, aber, ja. Hallo? Du hast ja gerade meinen Musikgeschmack selber ins Feld geführt, ja? Ich habe nach einem Tag meine Ruhe und spiele einfach gemütlich vor mich hin, während du da sitzt und dir den Flug nach Sydney anschaust und überlegst, ob du die Wolke gestern schon gesehen eigentlich hast. Eigentlich gucke ich lediglich, wie der fliehende Sebastian mit zugehaltenen Ohren von deinem PC zu meinem rennt, um sich danach eine Stunde zu Tode langweilen zu lassen. Ah. Ach, das wäre großartig. Ja, aber jetzt kommt ja der Knaller. Der Sebastian hat ja jetzt eine viel bessere Lösung gefunden. Shit. Oh, fuck. Wieso hat sie das alles? Also, es ist echt komisch, dass man, wenn man keinen Vergleich hat mit anderen. Setzen wir die Schutzbrillen auf, bevor diese Bombe gezündet wird. Dass man sich selbst dann, also so ohne Vergleich, ja, findet man sich selbst eigentlich schon ziemlich spitze. Also, das vorangestellt, habe ich vom Spiegel, ne, Bauch eingezogen. Ganz schön gut gehalten, mein Freund. Also, das vorangestellt, habe ich mir überlegt, welche Spielkonzepte funktionieren denn da? Und genau wie du, André, habe ich mir überlegt, es muss möglichst systematisch sein. Ich brauche keinen Skill oder nicht so viel Skill, weil den können mir Leute kaputt reden, auch Reflexe und so weiter. Und deswegen habe ich mir überlegt, Zufall, Online-Poker. Ich kann mir vorstellen, eine Stunde am Tag Online-Poker zu spielen oder irgendeine andere Poker-Version. Mein Gott, man kann auch ein Skat-Spiel draus machen. Das braucht sowohl Skill als auch Glück und Zwischenrufe können mir da am Arsch vorbeigehen. Klar. Und das macht das Publikum bereits. Wenn du 50 Euro verloren hast, ist das Erste, was du noch willst, für vier andere Leute. Ich hätte ja vorher gefoldet. Das läuft gut. Sebastian ist aber ein Fuchs, der spielt ohne Geldeinsatz. Ja, genau, das macht ja noch mehr Spaß. Ja, das wird eine richtige Unterhaltung. Und dann geht er wieder rüber zu dir und schaut sich den Film aus Sydney an, weil es spannender ist. Nein, Poker ist ein taktisches, interessantes, immer neues Spiel, das niemals langweilig wird. Ob das jetzt Spielgeld ist oder Jetons. Oh mein Gott, kann André noch mal die Musik einschalten, bitte? Nein, das ist aber nur um sein Weinen zu übertönen. Euer Stirnrunzeln angesichts meiner Antwort, ja, beweist, wie effektiv meine Wahl ist, ja. Ja, genau. Online-Poker gilt ja gemeinhin als das Spiel, wo man dumme Ratschläge am besten gebrauchen kann.
Weißt du, ich habe das noch nie online gespielt, sondern bloß in echt. Und da hat es an dummen Ratschlägen nicht gemangelt und es hat mich nicht angefochten. Komm, wollen wir? Komm, das machen wir. Du spielst eine Runde Online-Poker eine Stunde lang und wir skypen dabei. Und ich gucke auf deinen Tisch und ich gebe dir die ganze Zeit dumme Ratschläge und Häme und so weiter. Mal gucken, ob wir es eine Stunde schaffen und dann jeden Tag. Ich kann mir vorstellen, so dass ich manchmal dann doch Glück habe. Ja. Ne? Boah, das ist die perfekte Lösung für diese Twitch-Frage von vorhin. Ja, eigentlich schon. Abusive Gaming. Genau. Toxic Poker nennen wir den Kanal. Oh Mann. Es ist eigentlich schon schlimm, ja, auf welche Lösungen wir ganz natürlich und intuitiv kommen. Siehst du? So ist es ja. Da merken wir mal, wo die Kernkompetenz sitzt hier bei uns. Also Brainstorming-Zug hat ja, er ist mit Volldampf sozusagen aus dem Bahnhof raus. Außerdem, komm jetzt, musst jetzt immer noch ein richtiges PC- oder Konsolenspiel haben, ein Videospiel. Dann nehme ich halt sowas wie das aktuell von mir gezockte Dota Auto Chess. Ebenfalls im großen Teil oder sowas wie Slay the Spire, in einem großen Teil vom Zufall abhängig, denn der Zufall ist wie meine kugelsichere Weste, an der prallt Kritik ab. Man kann mir nicht vorwerfen und man kann sich auch nicht groß drüber hämisch aufregen, wenn ich halt Pech habe. Oder mir das Glück, das ich halt manchmal habe, in irgendeiner Form in Frage stellen. Und das ist dann eben mein Gambit. Jetzt erklär mir doch mal bitte in 5 Sätzen oder weniger, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der gerade zuhört, der keine Ahnung hat, was dieses komische Dota-Auto-Chess ist, von dem du die ganze Zeit erzählst. Und ich denke, gibt es Dota als Schach? Kann ich nicht. Geht nicht. Es ist die Erklärung von Dota Auto Chess dürfte so mindestens eine Viertelstunde in Anspruch nehmen. Und das haben wir schon mal probiert und das ist ja, Chaos geendet. Das war eine halbe Stunde und das haben wir nicht veröffentlicht. Das war nicht gut. Das war ein sehr holpriger Monolog, durchsetzt von Äs und Moment mal. Und was ich dir vorhin gesagt habe, vergiss das. Ungefähr so. Es ist furchtbar. Ja, aber Sebastian, mal langsam. Du gehst zu sehr ins Detail. Der Satz fiel, glaube ich, mehrfach. Ja, also das kann ich jetzt einfach nicht erklären. Ich spiele es nach wie vor liebend gerne. Ich habe es hier und da auch schon in anderen Podcasts erwähnt, weil es die Nadel sitzt. Und ich werde irgendwann mir auch nochmal irgendwie Gedanken darum machen, wie ich mit Worten ausdrücken kann, wie dieses Spiel funktioniert. Aber nicht mein Problem. Ich spiele es eine Stunde am Tag. Das mache ich ohnehin gerade aktuell, ob dich jetzt jemand dazwischen ruft oder nicht. Kann mir doch egal sein. Ja, aber zumindest, dass ich, also zumindest das Internet sagt jetzt, ich will mir ja irgendwas drunter vorstellen können. Mhm. Ich will es ja nicht im Detail wissen. Und das sagt ja, ein Spielfeld 8x8 Felder groß, wie beim Schach. Und zwei Spieler spielen gegeneinander und stellen ihre Einheiten auf und die kämpfen dann automatisch gegeneinander und am Ende hat einer gewonnen. Ja, du unterschlägst viele wichtige Facetten, aber prinzipiell ist das der Fall. Sehr gute Beschreibung, das hat das Internet sehr gut gemacht. Man zieht halt zwischendurch zufällige Figuren und die machen den Unterschied aus, ja? Wen ziehst du gerade aus dem, wie beim Scrabble, was ziehst du für Buchstaben aus dem Buchstabensack? Ja? Ziehst du da kleine Figuren aus dem Figurensack und dann musst du dich dafür entscheiden, welche von denen du kaufst und oder willst du lieber nochmal für einen kleinen Betrag neu mischen? Und großer Gott, das gibt Spiralen. Ja? Der einzige Gegner, den man hat, man spielt das zwar im Multiplayer, ist man selbst. Ja, super Spiel. Aber ich schweife ab. Das ist meine finale Antwort. Das logge ich jetzt ein, Herr Jauch. Und damit hast du wieder verloren. Schade eigentlich. Erzähl doch noch ganz kurz diese Insel von Stefan, den du vorher schon announcen wolltest, wo ich dann gesagt habe, wir hatten eigentlich im Skype gesagt, dass wir die hinten anstellen, weil ich keine Antwort dafür habe. Ja, du hast dir bei Skype gewünscht, die hinten anzustellen, weil du keine Antwort hast. Denkst du? Ich habe herzlich gelacht. Damit hat Sebastian sich gedacht, okay. Die auf jeden Fall. Die ist gut, da ist mir was Schönes eingefallen. Ja, dann mach doch. Ich spiele dir doch den Ball gerade wieder zu. Also, The Isle of the Earworm, die Insel des Ohrwurms. Es sind nur 3 Spiele erlaubt, die extrem eingängige Melodien haben, die euch nach kurzer Zeit im Ohr liegen werden. Dummerweise ist die Konsole oder der PC defekt. Ihr müsst jedes Spiel eine Woche am Stück spielen, bevor ihr wechseln könnt. Wir müssen also 3 Spiele aussuchen mit einer sehr markanten Titelmelodie. Und wir können nur einmal pro Woche zwischen diesen Spielen wechseln. Ist doch einfach. Ja, aber also...
die Insel an sich ist einfach, ich sehe nur den Schrecken nicht. Mir würde das bei keinem einzigen Spiel was ausmachen. Ich könnte dir noch nicht mal, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, so ein Still Alive von Portal oder vielleicht sogar, wenn ich länger drüber nachdenke. Still Alive von Portal, der läuft ja wohl nicht als Titelmelodie. Nee, deswegen, lass mich doch mal ausreden. Also bis auf diese wenigen Sachen oder vielleicht die Titelmelodie von einem Skyrim oder von einem Morrowind zum Beispiel, könnte ich dir noch nicht mal was vorpfeifen. Ich habe keine Spiele-Ohrwürmer. Ich hatte noch nie welche. Ich kann die, könnte dir jetzt die Mario-Melodie nicht sagen. Nein, das ist überhaupt nicht. So funktioniert Videospielemusik bei mir. Ich habe keine Spiele für dich. Für mich wäre das keine Schreckensinsel. Dann läuft die Mario-Melodie nicht. Dein Hirn ist dann der Federteufel an der Stelle. Du musst doch mal Ohrwürmer gehabt haben von Videospielmusik. Nee, von Videospielmusik kriege ich keine. Noch nie gehabt. Hast du dir mal in irgendeiner Form Videospielmusik im Privaten angehört? Nein. So zum Spaß? Nö. Freiwillig? Nein, das ist nicht, das ist nicht mein Videospielalbum gekauft. Nein, 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 das ist einfach, das ist. Das geht ja jetzt schon wieder zu weit, aber. Also wenn man dir jetzt sozusagen die Pistole ins Genick hält und sagt, summen Sie die Melodie von Mario oder... Nein. Dann bist du nein, hin. Nein, dann bin ich tot. Da hat dich da... Also das ich ist bin ja, tot. Da hat man dich als Kind aber schon einmal zu ich viel fallen tot. Lassen. Ja, also ich meine, das muss man doch... Nee. Oder Skyrim zumindest. Nee, bei Videospielen habe ich da wirklich so den... Was so Ohrwürmer angeht, irgendwie einen blinden Fleck. Du könntest mir viele andere, ja? Summen Sie mir die Titelmelodie von irgendeiner 80er-Jahre-Serie. Das kriege ich hin. Aber die Spiele, die ich zum gleichen Zeitraum gespielt habe, nö. Bei Spielen kann ich das nicht. Kein Skyrim. Wow. Also ich meine, man muss sie nicht so perfekt vortragen. Also wie ich, deswegen habe ich ja gesagt, weiß. Skyrim und bei Morrowind müsste ich kurz drüber nachdenken. Das hat dann so Das ist die gleiche. Ja, fast die gleiche, ja. Genau. aber dann hört es wirklich. Also Mario könnte ich nicht. Nee, wenn du es jetzt. Kannst das Mario-Theme nicht? Ja, gut, aber André kann es auch nicht. Er behauptet ja zum Beispiel, er könnte Jurassic Park. Bitte erinnere mich daran. Und ich kann das ja noch, auch, also quasi auch noch lebensecht vortragen. Aber das ist ja gar nicht gefordert. So aber das ist, wenn du jetzt oder wenn jetzt jemand oder wenn die Melodie spielen würde, würde ich sagen, ah, guck mal, das Team von Mario. Wenn du mich jetzt fragen würdest, summ das mal, no chance. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, in welchem Ton ich da anfangen sollte. Mario. Als wäre ich ein 8-Bit-Chip, ich weiß. Aber nee, das war jetzt also wirklich deswegen, echt, das war nur meine Stimme. Wer hat gerade den 12-jährigen Jungen eingespielt? Alles gut. Ja, ich habe hab Antworten. Ja, dann bitte, der Stefan sitzt ja zu Hause und sagt so, come on. Ja. Ja. Meine erste Antwort, ich trage das mal gesummt vor, ne? Summt er gerade sächsisch? Nein. Doch, du hast sächsisch gesummt. Nein, das war japanisch gesummt. Das war nämlich die Titelsummelodie von We Love Katamari. Da ist aber gar kein Urwurm. Also dein Mega-Urwurm. Ich höre dieses Album, Urwurm. Seit ich das Spiel gespielt habe. Das ist einer der Videospiel-Soundtracks, die mich mein Leben lang begleitet haben. Ja, aber so ein Ohrwurm, das zählt ja nur die. Das ist die Melodie, die man hört, man einmal. Ich bin empört. So du musst dir nicht erst irgendwie noch irgendein Gerät implantieren lassen oder sowas. Boah. Oder es eben entsprechend durch Repetition einpflanzen. Nein. Dann bist du einfach nicht in the know. Ja? Es gibt bei diesem Venn-Diagramm den Kreis mit den Leuten, die We Love Katamari gespielt haben und den Kreis, ja, von den Leuten, die diesen Song kennen, identisch. Du bist übrigens außerhalb dieses Kreises. Und das ist tatsächlich eine der Melodien, die mir nun wirklich nicht im Kopf geblieben ist. Nein. Also die nächste Melodie. Ja, die habe ich auch auf der Liste. Da leih ich mir nämlich von der anderen Insel, die wir zuerst hatten, dein Gameboy. Sag's einfach nicht, dann wird Jochen als einziger Mensch auf dem Planeten nie erfahren, worum es geht. Hast du die Melodie erkannt, Jochen? War das Tetris? Ja, ich habe mich nicht, ganz zum Affen gemacht. Okay. Ja, aber hättest du gesagt, so mal Tetris? Ja. Krass, der ist ja echt ein bisschen anders veranlagt, ne? Ist ja interessant, wie der menschliche Geist funktioniert und wie wir heute feststellen, im Enthüllungspodcast 2019, wandelbar. Ich kann. Hirnschäden haben alle möglichen. Mal ganz kurz, um das. Vielleicht hat er mal als Kind eine Lobotomie bekommen, wo die Gehirnhälften getrennt wurden oder sowas. Diese Elektroschock. Mal ohne Mist, ich hab lange, lange Jahre hab ich den Sound bei Spielen ausgeschaltet und hab Musik gehört. So einer bist du. Das war jahrelang, war der Sound von Spielen viel schlechter als die Musik, die ich mir als eigenen Soundtrack machen konnte. Das war halt in der Zeit, bevor es Sprachausgabe, bevor es wichtige Effekte und so weiter gab. Ich habe vielfach zum Beispiel so ein Tetris oder so, ja jetzt, wo du sagst, aber ich würde tippen, dass ungefähr 80%
meines Tetris-Spielens auf dem Gameboy entweder soundlos oder mit der eigenen Musik auf den Ohren gewesen ist, per Walkman. Boah, das muss man sich mal vorstellen. Die Spieleklassiker der 80er, 90er und frühen 2000er, alle unterlegt mit Bruce Springsteen. Nein, ich höre auch andere Dinge. Das ist eine schlimme Dystopie. Ich höre auch andere Dinge. Nein. Ja, genau, jetzt winde dich da nicht raus. Aber Jochen, vielleicht erkennst du auch die dritte Melodie, die kannst ich jetzt du sie wieder sexisch werde für mein... Das war japanisch. Und das war, ich meine, das ist sogar, bei We Love Katamari gibt es diesen Track, wo der Katamari-Soundtrack gesummt wird. Das war also 1:1 repliziert. Aber egal. Das da summe ich jetzt tatsächlich nur vor. Die Masse, yes. Bitte? Die Masse, yes. Nein, das ist der Dragon Quest Soundtrack. Oh, der Dragon Quest. Das Theme von, das, die Ouvertüre von Dragon Quest. Die kennst du doch. Du hast den Dragon Quest 11 gespielt. Ja. Komm, bitte sag mir, dass du die Titelmelodie von Dragon Quest kennst. Ja, ich hab sie nur noch nie sächsisch gesummt gehört. Jedenfalls Dragon Quest. Meine Antwort lautet Dragon Quest. Gottes Willen. Das ist, was alles als Ohrwurm kategorisiert werden kann. In meinem Kopf klingt das immer ganz anders. Das ist halt dieser Unterschied zwischen der Stimme, die man selbst im Kopf hört und wie sie andere Leute hören. Ich habe halt gedacht, also dadurch, dass es ja um Ohrwürmer gehen soll, dass das halt wirklich diese super eingängigen Melodien sein müssen, die halt jeder kennt, der mal dran vorbeigelaufen ist. Alles drei ist Ohrwürmer. Wer bekommt denn vom Dragon Quest Theme keinen Ohrwurm? Wenn das Venn-Diagramm, wenn ich das mal kurz erwähnen darf. Gottes Willen. Es ist so ein Ding, weißt du, ja, jemand, der, keine Ahnung, da seine 1000 Stunden Hearts of Iron oder so gespielt hat, sitzt wahrscheinlich auch da. Das ist doch die Hearts of Iron Melodie und alles. Hä? Ja, ist doch genehmigt, finde ich. Es ist kein Ohrwurm, nur weil es dir im Kopf steht. Ja, doch, so habe ich das gelesen, die Frage. Ja, aber die Frage war doch nicht, nennt drei Ohrwürmer. Die Frage war doch, nennt drei Dinge, von denen ihr nicht, nach, wenn ihr eine Woche lang dieses Spiel spielen müsst, danach sagen wird, meine Fresse, ich kann es nach drei Tagen nicht mehr hören. Also die Frage war doch, oder? Die Insel war doch. Ja, naja, vor allen Dingen war die Frage nach drei Spiele, ja, zu denen ihr einen Ohrwurm habt und die euch in der Woche lang nicht nerven würden. So habe ich die Frage verstanden. Und ja, wenn du... Genau, ja, du kannst immer nur nach einer Woche wechseln. Ja, ich tappe halt auch im privaten Leben öfters mal durch die Wohnung und summe den Katamari-Soundtrack für mich hin. Jetzt, wo ich es höre und mir vorstelle, wie du damit durch die Wohnung läufst, glaubhaft. Bingo Bongo, sage ich mal dazu. Und würde mich zumindest als Aufgabe erfüllt, ja. Gerät erkannt, setzen 4. Also ich hatte auch Tetris, ich hatte Mario und ich habe Skyrim. Weil das sind alle Spiele, gerade Tetris, schon wie gesagt, kann ich lange spielen. Mario kann ich auch immer lange spielen. Ja, der Mario-Soundtrack ist eigentlich einer von der Sorte, die einem normalerweise normale Menschen schnell auf den Sack gehen könnten. Aber ich bin so Mario-sozialisiert, das ficht mich nicht mehr an. Ich kann selbst Mario 1 spielen mit seinem relativ kurzen Loop und es ist alles in Ordnung. Du kannst ja auch Super Mario Galaxy spielen mit diesem fantastischen Orchester-Soundtrack. Und einigen hervorragenden Arrangements. Ja, aber das habe ich halt alles raussortiert, weil nicht mehr der richtige Ohrwurm. Das ist ja dann alles schon wieder so hier Remixy, Bixy und sonst irgendwas. Und ich weiß noch nicht mal genau, ob in Mario Odyssey die klassische Mario-Melodie am Anfang stünde. Das könnte ich nicht mal aus dem Kopf zumindest beantworten. Okay, das habe ich nicht gespielt, das weiß ich gar nicht. Aber das erste Galaxy, das war von der Musik her. Obwohl ich da auch gar nicht weiß, ob das klassische Mario-Theme da auch so richtig prominent vertreten war. Das war so diese Gusty Garden Galaxy, oder wie die hieß, die hatte diesen fantastischen, energiegeladenen Orchester-Soundtrack, die war fantastisch. Die war so das, früh im Spiel. Meiner Interpretation von Ohrwurm und so, weißt du, weil ansonsten, ich habe auch genügend Sachen. Ich hätte auch F-Zero nehmen können, weil der Soundtrack von der Big Blue Rennstrecke fantastisch ist. Finde ich, ist genehmigt. Auch ich habe lange überlegt, ob ich Godhand nehmen soll, weil das hat dieses, kennst du dieses Hawaii 50-Theme, ja, glaube ich, ist das so ein Hawaii-Gitarren Sound. Also nicht original aus dem Spiel, aber eine sehr bekannte Melodie, wo ich auch das Spiel gespielt habe, bei dem mega Ohrwurm dazu hatte. Willst du überhaupt Godhand spielen? Weiß nicht, das ist angenehm oldschool. Das Gameplay ist nicht scheiße. Es ist sehr schräg. Nicht, wenn du das heute nochmal anfasst. Boah, ich würde mich wahrscheinlich auch ganz schön aufregen, aber ich habe das zumindest damals halb durchgespielt bekommen. Weil sonst hier, ich meine, mit F-Zero bin ich auf jeden Fall glücklich. Und die Melodie von Big Blue war, oh Gott, ich habe manchmal diese Strecke gespielt,
nur um die Melodie zu hören. Boah, dann bin ich jetzt aber auch gleich wieder bei F-Zero. F-Zero HD mit dem Fury Add-on und da dann diese schönen Hardcore, diese harten Elektro-Songs. Swagger von Gingy bin ich dann dabei. Aber das sind dann schon wieder Songs, die man mag. Und wir schweifen immer weiter ab. Aber hey, wir haben diese Aufgabe jetzt beantwortet, ja. Wir sind auf dieser Insel heimisch geworden. Vielleicht haben wir den Stefan was, ja, auch ein bisschen enttäuscht. Der Jochen auf jeden Fall. Und das ist ja das Wichtigste. Ja, genau. Dass unser Einserschüler, ja, plötzlich besoffen früh in der Klasse auftaucht, um seine Klausur zu vermasseln. Ich bin eigentlich die ärmste Sau von uns allen. Ja, soll ich dir meinen letzten Ohrwurm erzählen? Ich habe neulich meine vierjährige Nichte, ja, die wollte, die hört so gerne so Kinderlieder auf YouTube und dann wollte sie eins davon hören und dann heißt es natürlich immer, nachdem es fertig war, nochmal und dann nochmal und nach irgendwie einer Stunde, ich habe 4 Tage lang bin ich rumgelaufen, den ganzen Tag über, während blau, blau, blau sind alle meine Kleider in meinem Kopf rumspukte. Ja, weißt du, wie gern ich Mario gehabt hätte? Das ist nicht schlecht. Schön, dass dein Kopf das Vermögen hat, simple Melodien abrufen. Ich hätte dem Himmel, ich wollte dem Himmel entgegenbrüllen und mein Schatz ist kein Matrose. Boah, du musst unbedingt mal einen Kontakt zu deiner Nichte herstellen, damit wir ihr Schnappi das Krokodil vorstellen können. Nee, das ist Leben endgültig, ich sehe deine lebende Hölle meine ältere Nichte war klein bei Schnappi. Schnappi, das habe ich alles schon durchgemacht. Das ist ein Trauma von gestern. Aber das kann ja wiederkommen. Aber, ja. Auch eine neue Generation von Kindern sicherlich daran interessiert, was Schnappi so alles schnappt. Du hast keine Ahnung, aber ich wünsche es dir, dass du das im Familienkreis mal mitkriegst. Ja, Conny, die Titelmelodie von Conny. Ja, und dann weißt du was Conny? Der Horror ist. Conny Klavitter heißen die, glaube ich. Ich möchte darüber nicht reden. Möchte darüber nicht sprechen. Gut. Aber Summe ist vor. Ich möchte darüber. Das ist Trigger-Warnings braucht das. Okay. Kannst du dir zumindest ganz kurz mal die Conny-Melodie ins Gedächtnis rufen? Oh, du Arsch. Du Dumme. Das ist wie über Wasserfälle reden, wenn jemand pinkeln muss. Ich hoffe, einer von euch muss pinkeln. Na, okay. Denk jetzt auf gar keinen Fall an die Conny. Nächste Frage. Na gut. Ja, wer ist eigentlich dran? Weiß ich nicht. André, ja. Gottes Willen, okay. Sebastian wird uns dann gleich mitteilen, von wem diese Frage stammt. Und ich schneide da jetzt ein bisschen was weg. Diese Frage brachte ursprünglich eine ganze Menge Backstory mit, wie wir überhaupt erst auf dieser Insel gelandet sind und dass es dort tatsächlich Monster gäbe. Und dann Plot-Twist, es ist Valentinstag und alle Monster haben frei. Und stattdessen wartet dort deine Traumfrau. Welches Spiel lässt du sie spielen, um ihre Eigenheiten zu ergründen, herauszufinden, wie sie tickt und festzustellen, ob sie zu dir passt? Was für eine Traumfrau wäre sie, wenn sie nicht zu mir passte? Diese Frage wird nicht beantwortet. Du darfst auch mehrere Titel wählen, allerdings bleibt nicht allzu viel Zeit, bevor der Tag endet und die Insel wieder die schrecklichste aller Schreckensinseln wird. Oh, da hätte ich nochmal... Oh, Moment... Die schrecklichste aller Schreckensinseln wird. So. Ja, geil. Das ist auch eine schöne Konstruktion. Sehr an den Haaren herbeigezogen, aber Spiele als Persönlichkeitstest, nicht doof. Aber Sebastian, du wolltest ja noch jetzt den Leuten sagen, wer hat diese Inselfrage eingebracht? Das war der liebe Julian. Genau. Danke, Julian. Hab ich ja gesagt. Mhm. Danke, Julian. Komm, Jochen. Das ist mal von der Melodie. Weißt du noch, die Melodie, die du vorhin von dieser komischen Serie, jetzt hast du sie wieder im Kopf, dass du davon mal loskommst. Beantworte doch mal die Frage. Das Konundrum. Jetzt muss ich hier schon wieder. Ja, immer ich. Na gut, ich beantworte das Konundrum. Ich habe tatsächlich hinüberlegt und wieder herüberlegt. Was könntest du denn nehmen? Und ich bin tatsächlich bei einem Spiel gelandet, über das wir, glaube ich, im Podcast so gut wie noch nie gesprochen haben. Ich nehme Lemmings. Mhm. Ich dachte, du sagst jetzt Dragon Age Inquisition. Nein, ich nehme Lemmings, weil ich das ist wirklich so der Lytmus, heißt das so? Irgendwie so ähnlich? Lackmus-Test, ob man mit mir kompatibel ist, zumindest zum Zusammenleben. Ja? Also die Frau, ja, die bei Lemmings nicht innerhalb von 2 Minuten damit beginnt, einfach nur nach kreativen Möglichkeiten zu sorgen, diese kleinen dämlichen Viecher umzubringen und tatsächlich die ganze Geduld aufbringt, dieses Spiel so zu spielen, wie es gedacht ist, die und ich sind nicht kompatibel.
Ah, verstehe. Mhm. Du betrachtest sie empathielos, also empathielos und grausam sollte sie nein, sein. Sollte einfach, weißt du, sie würde dann ja vielleicht erwarten, dass ich auch nur ansatzweise eine ähnliche Geduld aufbringe wie sie, und da wären wir an der falschen, weißt du, da werden wir inkompatibel miteinander. Ja? Menschen, die Lemmings so spielen können, wie es gedacht ist, und ich, wir leben lieber nicht zusammen. Ich finde es schön, dass du dich selbst als so einen anarchistischen Regelbrecher wahrnimmst. Es ging ja um Spiele, und mich haben schon immer Menschen fasziniert, die Lemmings spielen konnten, wie es gedacht war. Es hat nämlich überhaupt keinen Spaß gemacht, wie es gedacht war, zumindest mir. Ich fand das, also du könntest heute noch, wenn du mich auf eine einsame Insel setzt und sagst, das einzige Spiel, das du spielen kannst, das Lemmings, ist mit das Schlimmste, ja, da spiele ich lieber Trümmerbrook oder so. Das ist mit das Schlimmste, Lemmings ist eine meiner frühesten Spielerfahrungen, damals noch, kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, glaube ich, und das war, die kleinen Figuren, das Kollektiv muss ins Portal geführt werden. Wir haben verschiedene Aufgaben. Hier wird der Plan gebaut, ne, wie hier verschiedene handwerkliche Betriebe und halt, ne, der Arbeiter baut Treppen und nutzt Fallschirme. Und ich habe das natürlich alles ernst genommen und pflichtbewusst erfüllt, ja. Und war auch stets sehr froh, wenn das alles geklappt hat, ja. Und das war Spielspaß. Das hat gut funktioniert, Jochen. Irgendwo sitzt jetzt so ein Sozialwissenschaftler unter unseren Hörern, der sowieso schon die letzten 6 Semester und sagt, Doktorarbeit, seinen Bachelor schreibt. Ja, und jetzt so, der marxistische Impuls in Lemmings. Ja, also die marxistische, die sozialistische Erziehung, ja, die hat sicherlich auch die Spielweise des Publikums in der DDR verändert. Wäre eigentlich ganz interessant, da ist jetzt leider die Chance vertan, das ist zu lange her, hätte man untersuchen sollen, ob damals Leute Spiele anders gespielt haben, Ost wie West, gerade wenn es um sowas, ne, wo es um Strukturen geht, um Organisation, um Kollektivismus. Aber ich nehme aber mit, Schuld an der Popularität von Lemmings sind die Ossis. Ich werde nicht auf diese Frage eingehen, sondern einfach selbst mal meinen Senf zu dieser Insel geben. Auch hierzu, Julian, Respekt für eine angenehm schräg konstruierte Fragestellung, für ein Kanandrum. Ich habe übrigens nur ganz kurz noch, ich habe Lemmings tatsächlich die meiste Zeit so gespielt, dass ich die Viecher möglichst attraktiv verteilt und dann diese alle sprengen. Oh ja, das war super. Das war der einzige Grund, das war geil. Spielen. Diese Pixel, wie sie rumgeflogen sind. Oh, und ich habe es auf dem SNES gespielt, und das ist dann, wenn so viele Lemmings geplatzt sind und diese kleinen Pixel dann aus ihnen wurden, dann hat es das SNES immer total überfordert, und dann gab es quasi nochmal so eine Explosionszeitlupensequenz, eine ungeplante, das war sehr schön. Ja, das, so hat man auch Lemmings zu spielen. Menschen, die das anders spielen, sind mir suspekt. Wir könnten also heiraten. Haben wir ja quasi schon, behauptet ja der Stange. Es ist wirklich der Enthüllungspodcast. Also, die Frage war gut. Ich habe lange in so eine Richtung überlegt, so nach dem Motto Intelligenztest, ne? Lass sie The Witness spielen, da siehst du, ob sie logisch denken kann, aber das ist doch alles Bullshit. Ich will doch nicht irgendwie irgendwelche arbiträren Hürden schaffen, die diese Person überspringen muss. Ist mir auch scheißegal, ob die überhaupt Videospiele gut kann oder auf welche Art sie irgendwie logisch denkt und so weiter. Deswegen, die Epiphany war, ich nutze diese Zeit, um sie mit 3 Spielen zu konfrontieren, ne? Das Spiel Nummer 1 lotet die dunkelsten Momente unserer potenziellen Beziehung aus. Ich möchte wissen, wie sie so ist in ihren schlechtesten Zeiten. Deswegen lasse ich sie den Prolog von Tyranny spielen, diesen Obsidian-Oldschool-Rollenspiel, in dem man einen Bösewicht spielt und in dem man auch im Prolog vor allen Dingen jede Menge Entscheidungen trifft, die aber alle die Geschmacksrichtung von Böse bestimmen, die man als eigener Charakter repräsentiert. Vielleicht sogar mit einem Funken Menschlichkeit. Da wäre ich sehr dankbar, wenn sie das anklickt. Aber da weiß ich eben, ob sie jetzt chaotisches Böse ist, neutrales oder lawful evil. Das gibt mir ein Gradmesser dafür, was ich im schlimmsten Fall von ihr erwarten kann. Danach gibt's die Beziehungsprobe. Wir spielen zusammen Overcooked. Dieses sehr, sehr hektische, kooperative Action-Party-Spiel, wo man unter Zeitdruck und mit völlig abstrusen Arenen Essen zubereiten muss und wo man vor allen Dingen kommunizieren muss. Und das ist dann, denke ich, der Beziehungstest. Und wenn der bestanden ist, dann gibt's zum Schluss noch What Remains of Edith Finch, damit sie ein bisschen meine Begeisterung fürs Medium versteht, ein Spiel, das sie hoffentlich berührt und ihr ein bisschen klar macht, warum ich Videospiele höher halte als vielleicht der Durchschnitts-38-Jährige. Das ist alles. Boah, du bist erst 38. Und ich merke, ne, erstauntes Schweigen. Habe ich gewonnen? Habe ich vielleicht gewonnen? Du bist erst 8. Du bist erst 8. Ich habe noch nicht mal so richtig verstanden. Definier mal, was sind denn diese Eigenschaften deiner Traumfrau, die es dort abzuprüfen gilt? Naja,
die Eigenschaften, was kann ich im schlimmsten Fall von ihr erwarten, wenn sie mal richtig böse von mir ist, mit mir ist, wenn wir mal so ganz schlimm streiten, welche Geschmacksrichtung von böse ist es, das erfahre ich mit dem Prolog von Tyranny, dann können wir überhaupt miteinander, können wir kommunizieren, mögen wir uns, sind wir uns sympathisch, das checkt Overcooked aus, ja, und dann gebe ich ihr noch Edith Finch mit, einfach nur als Bonding Experience. Ist doch easy. Das ist in meinem Kopf alles sonnenklar. Ja, aber du bist echt erst 38? Ich glaube, ich werde erst 38. Ich habe jetzt wieder falsch gerechnet. Ich bin am 25. November 81 geboren. Ich bin 37, einhalb. Dear God. Ich dachte, du bist älter. Du Kind, darfst du überhaupt schon irgendwie über sowas nachdenken? Machen wir es hier gerade strafbar, indem wir dich so befragen? Ja, André, du bist schließlich hier von uns der, der schon seine Traumfrau an der Seite hat, ja? Du bist biased bei der Beantwortung dieser Frage, ja? Hast du auch, wie bist denn du mit an dieser Zwickmühle herangegangen? Ja, wie an die andere Frage auch, indem ich dachte, ich müsste sie gar nicht beantworten. Tippitoppi. Ja, ich habe mir dann auch gedacht, so, ja, was sagst du denn? Ich habe mich dann am Schluss, habe ich mir aus den Fingern gesogen. Sie spielt The Sims, sie spielt A Way Out und sie spielt Journey. Und das ist relativ einfach. Ich vergleiche einfach während dem Spielen von A Way Out meine Erfahrung, die ich mit Jochen hatte. Und wenn es auch nur annähernd so läuft, ja, dann geht's direkt in diesen Holzschredder aus Fargo. Was? Moment mal, mit ihr? Ja, natürlich. Ich meine, du kannst doch einfach Nein sagen. Du musst ja nicht gleich schreddern. Großer Gott, André. Ja, aber seine Augen sagen ja. Ich meine, weißt du, können und wollen sind ja immer zwei. Auf jeden Fall. Und dann habe ich mir gedacht, so, wenn du The Sims mag und oder Journey nicht mag, dann, dann paddelt sie halt eben alleine von der Insel nach Hause. Vor allen Dingen, André möchte ich mal sehen, ja, wie er freiwillig mit jemandem Way Out spielt, der den nicht so spielt wie ich. Ja, das will ich erst mal sehen. Ja, die sollte mich schon also beim Speerfischen gewinnen lassen oder zumindest einfach mal geduldig warten können, bis jemand da seinen Fisch fängt. Weil, nur weil man selber glücklich ja, in einen zufälligen Skriptmoment gestolpert ist, der einen den Fisch quasi auf den Speer bringt. Also, ja, das sieht man es immer mal wieder. Weißt du, die perfekte Partnerin für André, die soll immer auf ihn warten, während er noch am Speerfischen amateurhaft in der Gegend rumfischt. Ja, ich will ja auch, dass sie glücklich ist, wenn sie diese Geduld nicht mitbringt. Das wird ja der Hoffnung. Eieiei. Schön, dass also die Wunde, ne, die ihr euch da gegenseitig zugefügt habt, die Wunden sind immer noch nicht verheilt. Doch, ne? Ich habe gerade das erste Mal seit einem Jahr ans Speerfischen in der Erde gedacht. Insofern, also meine Wunde. Ja, mein Gott, der Schorf ist schon ab. Ich hatte das noch gut in Erinnerung, weil ich neulich bei dem Videoschnitt für das Patreon-Ding über das alte Projekt in der Schnittsoftware gestolpert bin. Und ich dachte so, ach, guck mal, kann ich das jetzt eigentlich löschen oder hebe ich das noch auf? Schön. Ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Aber übrigens hier auch als Lackmustest. Ja, eine Frau, ja, jetzt sage ich mal was Positives über André, nachdem er nichts Positives über mich gesagt hat, ja, aber diese Stelle, wo wir jemanden foltern müssten, ja, eine Frau, mit der ich niemandem so geil um die Wette foltern könnte wie mit André, das würde auch keinen Spaß machen. So, geh da weg, lass mich erst noch, ich habe einen Bunsenbrenner, geh weg da, ich habe was Elektrisches gefunden. Ja, das war wie die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, wenn die Frau hysterisch ist und sich so eine Schlange bildet mit Leuten, die sie beruhigen wollen, indem sie schlagen oder sonst irgendwas. Oh Mann, das klingt übrigens ganz furchtbar. Ja. Und ganz hinten steht der Typ, der diesen Schraubenschlüssel in der Hand hat und immer so. Naja, wird mal, we had to be there. Klassiker, schauen Sie sich das an. Oh Gott. Ja, aber ich möchte meine Antwort ändern. Ich nehme die Folter-Szene aus A Way Out. Ja, jemand, mit dem ich mich darüber in dieser Szene nicht völlig kaputt lachen kann, jemand, der diese Szene ernst nehmen kann, mit dem könnte ich, glaube ich, nicht zusammenleben. Ach, schön. Ja, aber so ein Koop-Spiel als Beziehungstest, keine dumme Idee. Ach, schön. Na gut, dann haben wir noch Inseln übrig, haben wir noch Zeit, haben wir noch Lust? Doch, müsste noch eine in petto haben. Ja, ne? Ja, wir haben noch eine von meinen Inseln. Ja, irgendwo ist da doch genau, nämlich eine sehr gute, eine Meta-Insel sozusagen. Also meine Lieblingsinsel. Deswegen was? Mehr. Nur einen Meter groß? Der ist ja nicht nur auf dem Boden eine Bruchlandung hingelegt, der hat auch jetzt wirklich noch. Also da hast du aber auch noch mal mit dem letzten Zucken noch mal einen Kopf gegen den Baum gehauen. Ja, ich dachte, das Clowns-Kostüm ist in der Reinigung.
Also, der Benjamin nämlich, der gute Benjamin, der hat, wie ich finde, die schönste Insel oder die interessanteste Insel, nämlich die Insel des Lebens, wie er das nennt. Nämlich, wir sind auf einer Insel, aber wir nehmen kein Spiel mit, denn die Insel ist die Spielwelt des Spiels. Und wir leben von jetzt an in diesem Spiel. Es gibt keine Pause, es gibt kein Hauptmenü, es gibt keinen übergeordneten Spieler, der uns steuert oder die Welt beeinflusst. Wir sind selbst der Hauptcharakter. Und im Falle von Spielen, in dem der Charakter sterben kann, sind wir dann auch tatsächlich tot. Es gibt keine Speicherfunktion, kein Laden. Also, wenn wir zum Beispiel Doom auswählen, ja, dann haben wir Spannung und Abwechslung. Aber wenn wir Pech haben, werden wir von irgendeinem Alien in unsere Einzelteile zerrissen und sind tot. Oder wir spielen es sozusagen safe und sind der Schläger in Pong. Aber wollen wir der Schläger in Pong sein? Wird das auf Dauer nicht langweilig? In welchem Spiel wollen wir leben? Herr Stange. Jo, ich hab da lange drüber nachgedacht und habe mir selbstverständlich Spiele ausgesucht, in denen man nicht sterben kann. Weil das ist ein schlimmer Gedanke, der eigene Tod. Und sei es auch nur versehentlich oder durch irgendwelche Gegner, ne, oder Gameplay-Elemente und Gefahren. Also habe ich mir drei relativ harmlose Welten ausgesucht. Einmal, drei. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine drei. Ich möchte euch ein bisschen an meinem Gedankengang teilnehmen lassen, okay. Ja? Ein bisschen die Narration. Ja? Ich halte das echt für unterhaltsam, ja? Für einen Mehrwert. Die Herleitung? Die Herleitung. Jetzt so eine Collage wie in Sherlock Holmes? Vielleicht. Also in meinem Mind Palace, ja, habe ich zuallererst. Ja, du brauchst so eine Glasscheibe, wo du dann mit so einem Marker draufschreibst. Habe ich zuallererst eine Holzschatulle geöffnet, in der war Sand und da habe ich mich erinnert an Dead or Alive Extreme 3. da ist man auf Zack Island unterwegs, da gibt es Zack, der ist so ein bisschen wie Danny Glover war das Danny Glover? Wer war das in Das fünfte Element, dieser schrille Schwarze. War das Chris Rock? Chris Rock. Das war Chris Rock. Chris Tucker. Du hast völlig recht. Und es gibt eben diesen Zack, der richtet da irgendwie dieses Volleyball-Tournament aus und lädt die ganzen weiblichen Dead or Alive-Kämpferinnen ein, die den Rest des Spiels in der Sonne liegen, Volleyball spielen, neckische Minispiele spielen, ja, zum Beispiel fangen die Flagge, die in den Sand gesteckt ist, oder klettert da hoch. Es gibt Casino-Games, die ich spielen könnte da an der Stelle, und es gibt auch irgendwelche Ansätze von Dating-Simulationen. Das ganze Spiel ist voller sexuellem Innuendo. Einer der die Charakterdesigner oder Designer von Dead or Alive hat ja auch schon mal gesagt, dass das zwar alles ziemlich sexy ist, aber hey, ja, in dieser Welt existiert kein Sex. Das ist alles ganz harmlos, alle haben Spaß, es ist nur eine Fantasie. Deswegen das heißt, du hast dir deswegen habe ich mir dann irgendwann überlegt, Blueball richtig, fuck, so. Das ist eigentlich Blue Ball Island. Look, don't touch the Bastion. Ich wäre die komfortabelste aller dieser möglichen Inseln. Deswegen bleibt es immer noch auf der Liste. Also, Dead or Alive Extreme 3, eine sichere Bank. Danach habe ich gedacht, aber harmlos und vielleicht mit ein bisschen mehr Inhalt, mit ein bisschen mehr Progression. Vielleicht Stardew Valley. Ja? Eine Insel, in der ich einfach nur dieses naive, friedliche, klischeehafte Landleben lebe, in dem ich im Frühjahr Samen in die Erde bringe, in der ich... Das tust dem anderen auch. Red weiter. Einfach frei assoziieren. Sehr gut, ja, auch bitte. Du hast den Wortwitz ausgesprochen, nachdem ich gerade hektisch suchte. Und im Sommer wird viel gegossen und das Land geformt, im Herbst die Ernte eingefahren. Immer wieder gibt es kleine Feierlichkeiten. Ich interagiere mit den Dorfbewohnern, lerne sie besser kennen. Es gibt diese Mine, ja, in der ich mit Monstern kämpfen kann, um Ressourcen zu sammeln. Aber im schlimmsten Fall schläft mein Charakter, weil er zu lange wach geblieben ist, außerhalb seines eigenen Betts ein und wird dann von einem Dorfbewohner irgendwie in sein Bett gebracht und wacht dann plötzlich mit dem Filmriss morgens zu Hause auf und verliert ein bisschen Geld dadurch. Das ist denn der Worst Case, der mir passieren kann. Alles super idyllisch, super. Es hat so eine Progression, ja. Ich kann wirklich was erreichen. Ich forme diese Welt. Das spricht mich da wirklich an. Aber das Problem, das ist eigentlich alles mit körperlicher Arbeit verbunden. Ja, ich müsste dann plötzlich Landwirtschaft tun und die stelle ich mir lieber vor, als dass ich sie wirklich mache. Deswegen habe ich auch Stardew Valley in den Wind geschossen und mich dann für Tropico entschieden. Denn da bin ich der El Presidente, habe meinen Palast und ein kleines Tropen-Island, ein Island. Und ich würde es dann einfach so machen, dass ich im schlimmsten Fall, Worst-Case-Szenario, ich verlasse meine Villa nicht mehr. Ich halte ab und zu eine Rede, wo ich erkläre, dass wir jetzt gerade, das mit Wahlen ist schlecht. Das machen wir ein andermal. Das kann man nämlich da. Ich fülle mein Schweizer Bankkonto und lasse die Insel für die Hunde gehen. Das ist ein sehr deprimierender Worst-Case-Szenario, aber er ist auch gleichzeitig ein sehr pragmatischer, weil ich habe immer noch eine Tropeninsel mit einer Villa drauf. Das kann man dir im Spiel nicht wegnehmen. Und deswegen bin ich der El Presidente in Tropico. Und damit habe ich offensichtlich gewonnen.
Kommt, blamiert euch mit euren Vorschlägen. André. Was passiert beim Game Over in Tropico? Keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht so weit recherchiert, aber da sicherlich wird man in Würde alt, ja, und vielleicht auch unsterblich. Also so eine Diktatoren-Simulation wird bestimmt doch, wenn alles schief läuft, nicht sowas machen wie, keine Ahnung, an die Wand gestellt. Die meisten Diktatoren, ja, die schlummern ja friedlich dem Leben, ja, in ihrem Sterbebett irgendwann mal dem Tod entgegen. Da wird es doch sicherlich irgendwie so eine Art Exil-Button geben. Da bin ich mir doch ganz sicher, dass die Entwickler daran gedacht haben, dass man sich nach Argentinien absetzt. Oh, nein. Das ist ja schließlich das Gameplay des Spiels. Die wollen ja nicht irgendwie, dass der Spieler plötzlich vor dem Game Over steht in so einem Sandbox-Modus. Während deines Monologs habe ich natürlich auf YouTube nachgesehen. Und das Game Over-Screen von Tropico 6 sagt, hey, mach dir keine Sorgen, du wirst dich höchstens mit einem Erschießungskommando auseinandersetzen. Nein. Oh nein. Ich habe mich dumm entschieden. Aber du musst dir immer sagen, nur einer von ihnen hat eine scharfe Patrone. Nee. Ich gehe dann doch auf Zack Island. Also Dead or Alive Extreme 3 it is. Zeig nochmal den Volleyball. Ach gut. Ja. Ja, du hast, kommen wir zu der Frage zurück, hast du gewonnen? Ja, erzähl doch erst mal, André, vielleicht habe ich immer noch gewonnen. Ja, also die logische Antwort ist selbstverständlich wieder Sex Villa 3D, aber meine Erinnerung an das Spiel, als wir es damals ausprobiert haben, ist immer noch leicht verstörend, deswegen war ich mir nicht so sicher, inwiefern man das tatsächlich alles so gestalten kann, wie es erst auf den ersten Blick klingt. Aber du würdest in dem Spiel, ja, also, das heißt, du lebst in einer Villa und hast die ganze Zeit Sex, wann immer du willst. Ist ja gar nicht mal so verkehrt. Und dann kannst du auch noch Videos von dir selbst machen. Du kannst dich aber noch an die Grafik. Ein bisschen Eingewöhnungszeit und schon. Du kannst dich aber noch an die Grafik in dem Spiel erinnern, oder? Es werden ja keine Aussagen darüber getroffen, ob meine Welt dann auch tatsächlich die Grafik des Spiels benimmt. Ich würde ja hoffen, ja, wenn ich sozusagen jetzt schon lebendig werde als die Spielfigur. Echt, das ist Sex, das ist alles, woran ihr denken könnt. Ohne Scheiß, ey. Also unter dem, was Computerspiele, in denen man nicht grausam verrecken kann, so anbieten, ja, ist das echt eines der besten. Ich habe nämlich ansonsten auch nur gedacht, Stardew Valley nimmt jemand anders bestimmt und ich dachte, jetzt bist du wenigstens minimal clever und nimmst Harvest Moon, damit du behaupten kannst, du hättest nicht das Gleiche. Und hab dann auch gedacht, na komm, ne, du pflanzt da deine Rüben, du wirst sehr schnell sehr reich, es gibt zumindest platonische, romantische Liebe. Auch erfüllend. Du hast ein Städtchen, wo du hingehen kannst, es ist alles ein bisschen idyllisch. Boah, man kann Hund haben in so einem Spiel. Ja, und Kühe und so. Und du hast nach ein paar Wochen, bist du so reich, dass dir die Stadt eigentlich gehört. Kannst wahrscheinlich dann auch machen, was du willst dort. Ja, das ist dann wie Tropico, nur ohne diese scheußlichen Konsequenzen. Also das war sozusagen auch so. Das waren die beiden, wo ich gedacht habe, unter den gegebenen Umständen, ja, in Anbetracht der Notlage, vermutlich die bestmögliche Entscheidung. Ihr habt einen Hund. Ja, ich möchte jetzt, ich darf auch kurz, ja, ihr habt einen Hund. Ja. Ja, ich habe einen fliegenden Totenschädel. Ich nehme selbstverständlich Planescape Torment und bin der Namenlose, der nicht sterben kann. Weißt du, nicht sterben können in der Welt von Planescape. Wie geil die wird es denn bitte? Aufs Maul kriegen können ist nicht ausgeschaltet. Ne? Aufs Maul kriegen können nee, das ist aber doch aufs nicht Maul kriegen können ist nicht ausgeschaltet, aber hey, egal wie ich mich anstelle, ja, ich wache immer wieder in diesem Leichenschauhaus auf und ich habe so viele Leben, wie ich machen will und das in einer Welt wie von Planescape Torment, in der es überall, also diese ganze Planescape und dieses ganze Planescape-Universum, ja, mit Bordell zur Befriedigung der intellektuellen Lüste, ja, bei mir werden die Intellektuellen befriedigt, ja, während ihr euch da wieder nur auf eure Lenden dahin gebt, ja, und so nach zwei Wochen heißt doch bei euch, boah, ich müsste echt mal was anderes machen, aber da gibt's ja nichts in deiner Sexvilla, ja, bei mir wiederum allein. Warum steckst du mich eigentlich mit in die Sexvilla? Ja, du liegst am Blue Ball Island. Ja, du liegst am Strand mit irgendwelchen Mädchen, die aussehen wie 14. Ja, also hör doch auf. Ich kann sagen, du hast dir Blue Ball Island ausgesucht, ja? Du bist nur der dumme Perverse gewesen. Und ich bin unsterblich in einer der interessantesten Welten, die jemals in diesem Medium erschaffen wurden, ja? Beat that. Du hältst dich für klug, weil du unendlich misshandelt werden kannst. Ja, aber ich bin ja selbst dafür verantwortlich.
Ja? Ich wäre ja der Namenlose, ich würde ja einfach sagen, weißt du, das ist ja so die Frage bei Planescape Torment, ja, ist ja irgendwie, ja, was hast du da früher irgendwie gemacht? Ich so, scheißegal, ja, ich bin unsterblich, kann mich jetzt erstmal umgucken und so. Kann mir doch alles gestohlen bleiben, da Ravelrätsel schön oder wie die Hexe da immer gehießen hat, ist mir doch wurscht. Ja, unsterblich in der Planescape-Welt. Besser wird's nicht. Gilt bei diesen Spielen eigentlich mehr oder weniger nur das, was das Spiel zeigt, oder ist diese Welt dann ansonsten auch noch immer abseits von dem, was in dem Spiel davon präsentiert wurde, existent? Ich kann in eine Bar gehen, ja, wo jemand die ganze Zeit brennt, seit Hunderten von Jahren. Und ich kann ihn in meine Gruppe aufnehmen. Ja, versuch das mal in der Sexvilla. Ich habe ehrlich gesagt. Die Frage ist natürlich ganz interessant. Läufst du dann durch deine Planescape-Welt und alle sagen immer nur die paar Sätzchen, die im Spiel vorprogrammiert sind? Das sind mehr Sätzchen als in deiner Sexvilla. Weil ich habe mir überlegt. Aber da kommt es ja auf die Pronunciation auch an. Ich könnte mich auch für Gun Home entscheiden, ja? Dann komme ich einfach nur in dieses nette, ausführlich, also größere Haus. Es regnet draußen, drin ist es irgendwie dunkel, niemand ist da. Punkt. Du guckst die 5 VHS-Kassetten. Ich mache mir den Mega Drive an, ich schaue vielleicht nach VHS, ich gucke, was im Kühlschrank ist und irgendwann kommen meine Eltern nach Hause, weil mehr ist ja nicht. Ich wühle ein bisschen rum, ja, in den Zetteln, die da so rumliegen und Punkt. Keine Gefahr, alles heimelig, meine Familie ist auf dem Heimweg. Ja, die haben es versucht, halt mich abzuholen. Du weißt schon, dass du den Rest deines Lebens alleine in einem Haus sitzt. Ist es dann der Rest meines Lebens, diese Gewitternacht in diesem Haus? Ja. Fuck. Du hast wieder ausgezeichnet ausgesucht, Sebastian. Du möchtest einfach den Rest deines Lebens. Also, es ist schon, ja. Ich finde auch, es macht einen betroffen, dass der Sebastian so viel klüger gewesen ist als wir. Ich bin der Meinung, da muss man drüber nachdenken. Dieser Dunning-Kruger-Effekt, von dem ich vorhin schon erzählt habe, das ist so ein ganz sonderbares Phänomen. Oh Gott. Ja, dann haben wir es so, oder? Der Dunning-Kruger-Effekt übrigens ist die systematisch fehlerhafte Neigung relativ inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen. Ja, es gibt eine nachgeforschte Folge dazu. Ja. Fuck. Also, das ist ja toll, ne? Das ist ein wunderbarer Segway dahin, dass wir auch Premium-Podcasts haben, wo wir uns teilweise solchen Fachbegriffen widmen. Und das nicht bloß ironisch, sondern eine Überleitung. Organisch. Organisch, praktisch, ohne eine Trennnaht zwischen den Themen. Hat Sebastian jetzt, es ist ein Segway zu, hast du jetzt gerade eine Umschreibung für eine Überleitung erfunden mit einem Segway? Ja, das sagt man doch. Segway sagt man doch im Amerikanischen für Überleitung. Echt? Da muss ich daran denken, dass dieser Segway-Erfinder doch angeblich mit seinem Segway von der Klippe gefallen ist, ne? Das ist viel interessanter. Ja. Aber dann lassen wir doch aus dieser wunderbaren organischen Überleitung, ja, lassen wir uns nicht davon weglaufen. Aus diesem Samen, den Sebastian in den Boden gepflanzt hat, ist schon ein Pflänzchen gesprossen. Und meine Damen und Herren, Sie können es gießen. Sie können helfen, dass es zu einem Baum wachsen kann. Und zwar haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Erstens, Sie können, auch wenn es Ihnen in diesem Moment vielleicht nicht ganz einleuchtend erscheint, auf iTunes vorbeischauen und uns die verdiente 5-Sterne-Wertung angedeihen lassen. Angedeihen passt auch zu dem Baum, also dieser Baummetapher hervorragend dazu, ja, falls Sie noch einen weiteren Beweggrund brauchten. Oder Sie fragen sich, was ist dieses Nachgeforscht? Es ist eines von vielen, vielen Bonusformaten, die auf Unterstützer dieses Podcasts warten. Und Sie könnten dazugehören mit einem Einsatz von ab nur 5 Euro im Monat. Schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de/abo oder auf patreon.com/aufeinbier. Werden Sie Unterstützer des Pods und fühlen Sie sich auch ein bisschen schlauer für diese kluge Entscheidung. Und wenn Sie mit uns über Gott und die Welt und warum auch immer über diese Folge vielleicht diskutieren möchten, schauen Sie vorbei unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.